Ja, moin moin, da wieder ganz herzlich zurück. Willkommen auf dem Kanal. Wir sind heute auf dem Dachboden und bei mir ist der Christian. Moin moin, hallo. Und wir spielen heute, wir haben es endlich an die Kette gekriegt, Kings of War in 10 mm tatsächlich. Und ja, also wenn ich meine Hand mal daneben lege, dann seht ihr, nicht wahr? Ist nicht gelogen. Das ist alles sehr klein hier. Und wir legen direkt mal los mit der Armeevorstellung, bevor wir über das Spielfeld und die Mission sprechen. Und ja, ganz egoistisch wie ich bin, lege ich einfach mal los. Und zwar, ja, was haben wir dabei? Genau, dabei 3 Katapulte. Ne, das muss immer sein, so ein bisschen meine 50% Katapulte, die schießen bei mir irgendwie, wenn ich Glück habe, höchstens jedes zweite Mal. Ja, kann man trotzdem immer mal gebrauchen, die können einen doch manchmal so ein bisschen ärgern. Dann haben wir die etwas besseren Skelette, das sind die Speerträger. Die hauen dann 30 Attacken raus und die haben auch die Ratten dabei, das heißt, die haben Life Leech von 2 anstatt von 1 dann. Daneben haben wir dreimal Horde normale Skelettkrieger. Die haben nur mickrige 25 Attacken. Haben allerdings auch, damit ich auf die Punkte gekommen bin, ihre Ratten dabei. Daneben haben wir die Mumien, viermal als Truppe. Weil Mumien, die spielen sich irgendwie als Truppe irgendwie, weiß ich nicht, am besten von Preis-Leistung her. Die sind dann zwar auch leichter zu knacken, aber die haben ja Regeneration. Das heißt, auf eine 5 plus kann man also nochmal von vorne. Wenn man Schaden hat, kann man am Anfang von dem Zug von denen so viele Würfel werfen, wie man Schadenspunkte hat. Und auf eine 5 plus kriegen die halt jeweils den Punkt zurück. Und das finde ich schon ziemlich geil. Daneben haben wir dann abschließend noch viermal die Archers, die. Na, wie heißen sie? Bogenschützen. Und ja, die spiele ich, wie gesagt, als Regimenter. Sind 20er, 4 Stück, damit auch ein bisschen Feuer dabei rumkommt. Da haben wir 10 Attacken. Und die können dann auch erst auf 15 werden die aufgerieben. Das ist ganz nett. Und hier vorne steht noch Mr. Necromancer. Der sagt überhaupt nichts. Der hält nur seinen goldenen Stängel in der Hand. Ja, wozu habe ich den? Den habe ich, weil ich für die Punkte nichts Gescheites mehr gekriegt habe. Wenn ich jetzt böse wäre, würde ich das so sagen. Andersrum stelle ich den hinter irgendeine Einheit, wo ich meine, das ist eine, die ein bisschen schneller sein sollte, weil der hat ja hier Kraftwoge, also Surge 6, und der kann halt die dann so ein bisschen nach vorne schieben. Ja, das sind 2000 Punkte, sind es 2000 auf dem Kopf. Schauen wir mal, es sind 1995 Punkte, wunderschöne Untote. Ja, das war meine Truppe und dann werden wir mal elegant zum Christian rüber schwenken. Willkommen bei meinen Goblins. Also, ich lese jetzt einfach mal meine Liste runter und zeige das jetzt hier parallel auf dem Tisch, was ich dabei habe. Ich habe meine Sharpsticks dabei, das sind die Speerträger als Horde. Ich habe zwei Legionen normale Goblin-Kämpfer, das ist die und das ist die. Ich habe dabei 4 Regimenter Bogenschützen. Ich habe dabei ein Regiment Flohsackreiter und ich habe eine Horde Flohsackreiter dabei. Ich verspreche mir von diesen beiden Einheiten doch heute sehr viel, weil die sehr schnell sind und Fred seine Skelette doch eher langsam sind. Da verspreche ich mir heute ein bisschen was von. Dann habe ich sag mal, Katapult. ein Katapult, so heißt das Gerät, und 3 große Speerschleudern. Habe ich mitgenommen, weil Viermal seit der geschickt. neuesten Edition treffen die nämlich schon auf die 4. Was früher nur Pfui. Elfen konnten auf die 4 treffen. Dann habe ich noch einen Riesen dabei. 2 Helden, Anführer, Bidget heißen die. Ja, Bitches. Bitches, genau. Und ich habe noch einen Zauberer dabei, den Witz. Und komme damit auf 1990 Punkte. Ja, guck. So, 5 Punkte weniger wie der Fred. Also wenn ich verliere, weiß ich Bescheid warum. Die machen mir Sorgen bei meiner Armee. Aber Das sollten sie auch. schauen wir mal. Ja. Okay, viermal Beschuss auch dabei. Das ist natürlich full. Wir würfeln jetzt mal ganz elegant die Mission aus und erzählen euch dann, was wir denn überhaupt veranstalten. Also, bis gleich. So, wir haben die ganze Chose jetzt mal aufgestellt. Und ja, ihr seht hier zur wunderschönen Linken meine Schlachtreihe von den Untoten. Und ja, zur Rechten mir gegenüber hat sich der Christian aufgebaut. Wir gucken gleich nochmal, wie die einzelnen Einheiten sich da so verteilen. Generell nochmal einmal kurz, das ist ja 10 mm, da hatten wir ja gesagt. Und wir haben die Zoll einfach mal ganz dreist in Zentimeter umgerechnet. Sprich, also wenn es ein Zoll war, ist es sonst ein Zentimeter, passt ganz gut. Die Bases, die haben wir auch anders gestaltet. Und zwar haben wir als
Trupp, danke. Haben wir 20 mal 40, 40 genau. Regiment ist dann 40 mal 40. Legion ist 40 mal, nee, Horde ist 40 mal 80 und Legion ist 60 mal 80. 60 mal 80, genau. Das macht die Sache ganz einfach. Die Kriegsmaschinen, die werden halt möglichst klein gebased, aber ich habe sie jetzt auf 40 mal 40 auch, weil das Katapult, ja, Christian hat sie dann hier irgendwie schön schlank gehalten. Sieht man den Unterschied, ne? Und ja, gut, dann schauen wir mal, wie sich das hier so alles aufstellt. Mission erzähle ich gleich was zu. Hier haben wir zu Rechten, da muss man wirklich schon nah dran gehen in dem Maßstab, haben wir die Bogenschützen, Speerschleuder, Katapult. Dann haben wir hier die Schwertschwingers. Da haben wir noch eine Speerschleuder mit dem Hammerschwinger dahinter. Bogenschützen, der weiße Riese, der nicht mehr weiß ist. Davor haben wir wieder die Schwertschwingers, dann zwei böse Jungs in der Mitte. Da hinten ist die böse, böse Reiterei. Die stehen in der zweiten Reihe, das macht aber nichts, weil die ziemlich fixe ist. Da vorne, davor, das sind Sharpsticks, ne, heißen die, glaube ich, ne? Genau, Speerträger. Speerträger, dann wieder ein... Speerschleuder. Genau, eine Speerschleuder. Dann zwei Bogenschützen. Zwei Bogenschützen. Regimenter. Und, genau, Regimenter, ganz links auf der Ecke, also linke Flanke quasi bei mir. Regiment Flohsäcke. Genau, das sind die Schnellen. So, und bei mir haben wir links zweimal die Bogenschützen, einmal die Mumien als Trupp. Dann haben wir eine Horde Speerträger, dann eine Horde normale Skelette. Das hier, was ihr hier gerade seht, ist der von Christian fachmännisch angefertigte Maßstab. Im Maßstab Zentimeter. Dann haben wir daneben das Bayfire-Katapult, die nächsten Mumien. Dann wieder normale Skelette, nochmal Mumien, nochmal Bayfire-Katapult. Dann haben wir hier eine Horde normale Skelette, eine Horde Speerträger. Und da ist auch hier der Mann mit seinem kleinen Goldpenis. Das ist hier der Anschubser, der hier die Kraftwoge ausüben kann, dass die sich halt schnell nach vorne bewegen. Trupp Mumien. Regiment Bogenschützen. Noch ein Regiment Bogenschützen. Und das Bayfire-Katapult. So, und ja, die ganze Geschichte sieht schon sehr episch aus. Ja, Mission. Ihr seht, wir haben hier Marker in der Mitte und zwar haben wir die Mission Nummer 12, war das, ne, gewürfelt, aus dem neuen Regelbuch und die nennt sich Salted Earth, also gesalzene Erde. und zwar läuft das so, es gibt einen zentralen Marker in der Mitte, der liegt wirklich genau zentral auf dem Spielfeld. Danach wurde gewürfelt von den Spielern, wer anfangen darf, Marker zu platzieren. Die liegen jetzt auch auf der zentralen Linie. Jeder Spieler durfte drei Marker platzieren. Es steht in dem Buch nicht näher definiert, wo genau die sein müssen. Also laut dem Text, wenn man den so auslegt, wie es da steht, meiner Meinung nach, ne, könnte man die eigentlich überall hinlegen. Dann, wie gesagt, das war Blödsinn, sonst legt man seine einfach hinten in seine Zone, der andere legt in die Zone. Ja, und dann muss man, ne, weil die Latscherei ist echt ewig bei 10 mm, wenn ihr das mal spielt, ihr werdet das merken. Wir haben ein 10-Zug-Runden-Limit, also ein 10-Runden-Limit, ne, das war auch ein bisschen zu Potte kommen und ja, sonst rennt man hier nur hinterher. Deswegen haben wir beschlossen, wir nehmen die in die Mitte, also verlängern die Mittellinie, die ist dann die virtuell gedachte Linie, wo die Marker hin sind und wir haben dann die Marker einfach dann da platziert und die haben wir so wirklich dann gesagt, vom Abstand her, so wie wir Bock hatten. Hier haben wir zwei im Gebüsch, einen hinter der Hecke. Die Nummer 5, wir haben die auch so mit dem Würfel nach oben gedreht, dass man halt sagen kann, wir kämpfen gerade um den und den. Der ist hier, das ist ziemlich nah am Zentralmarker. Dann geht es hier rüber nach links von mir aus gesehen. Da liegt die 1 hinter dem Felsen und hinter dem Gehöft, weil der Christian, der war nämlich schon fleißig und hat hier schön 10 mm Gelände gebastelt, wovon ich noch gar nichts habe. Da liegt die Nummer 3. So, der Witz an der Sache ist aber, dass man die Marker auch zerstören kann. Das heißt, wenn man den hält, kann man am Ende seines Zuges sagen, entweder ich besetze den weiter und halte den, gibt keine Punkte, sondern erst am Ende des Spiels, oder ich zerstöre. Das ist natürlich lustig, wenn man eh da schon steht und weiß, man stirbt nächste Runde und der Gegner kommt da angeritten, dann sagt man einfach, wisst ihr was, ich zerstöre das Ding und dann hat der Gegner nämlich auch nichts davon, tata. Ja, gut, das war die Nummer und ich würde sagen, wir können dann auch soweit loslegen, ne? Denke ich auch. Jo, alles klar. Dann würfeln, wer anfängt, machen wir mal live, würde ich sagen. Jawohl, dann fange ich mal an. Ich würfelne. Naja, grandios eine 1. Grandiose 1 gegen grandiose 4. Alles klar. Dann darfst du entscheiden, wer anfängt. Dann entscheide ich mich dazu, dass ich höchst und persönlich anfange. Oh, aufgrund meiner immensen Geschwindigkeit, ja, werde ich das mal tun.
So, wir haben die Cam jetzt mal hier fest auf Ecke gestellt. Und ich fange dann mal an. Meine Jungs, die sind alle super schnell. Also die haben präzise alle 5 cm. Also früher waren es mal 5 Zoll. Dafür habe ich diesen fachmännischen Stab vom Christian zur Verfügung gestellt gekriegt. Habe ich tagelang geklöppelt. Ja, und ich habe keinen Cent dafür bezahlt. Also normal muss jetzt oben in die Ecke Werbung eingeblendet werden. So, ja, das Katapult. Ah, jetzt genau, das ist nämlich der Witz an der Sache. Wenn ihr das in 28 mm spielt und einigermaßen mittig aufstellt, dann kennt ihr ja die Problematik. 48 Zoll. 48, genau, 48 Zoll, dass man sofort schießen kann. Und das ist hier überhaupt nicht der Fall. Das heißt, man muss wirklich mit seinen Kriegsgeräten sich auch bewegen. Und auch sogar die Dinge haben ja, also ich habe Instant Speed für alle Mann anscheinend von 5. Genau. Ja. Also das Katapult wird sich bewegen, ergo darf es in dem Moment dann auch nicht mehr schießen im nächsten Zug. Käme auch gar nicht dran. Nee, das sowieso nicht. Nur mal so als kleiner Anschauungsunterricht. 48 cm sind wir da. Ne? Also trotz bewegt. So, da waren die Nachbarn einmal da. Da haben wir mal kurz geholfen, den Wohnwagen wegzuschieben. Die haben nämlich das Glück, jetzt am Wochenende in Urlaub zu fahren. Schön. So, wir waren bei Bellfire Katapult, nix Vater, bewegt. Ich hatte euch gezeigt, ne, 48 cm ist auf dem Tisch in dem Maßstab nicht das meiste. So, also das ist bewegt. Die Archer, die werden sich auch bewegen. Das Schöne ist ja, an meiner Truppe, keiner von denen, also die sind ja alle, wie nennt sich das auf Englisch, Schemmling? Schlurfend? Schlurfend, genau, schlurfend. Schlurfend. Ne, schlürfend, eher bei mir zirpen. Das heißt, die dürfen kein At the Double, also keinen Marschbefehl kriegen. Und das macht die doch verhältnismäßig träge, die Herrschaften. So, die Mumien machen die gleiche Grütze. Also prinzipiell, ja, die Herrschaften, die drehen sich ein bisschen, gehen nach vorne. Aber hier nicht vergessen, hier ist ja der Sklaventreiber dahinter. Das heißt, mit ein bisschen Glück, in der Schussphase macht man das kurz. Ne? Genau, in der Schussphase. Da, vielleicht habe ich ja Glück, dass er die so ein bisschen nach vorne schiebt. So. Und ja, 12 cm. Ich muss erstmal so, man hat irgendwie immer Zoll im Kopf. Ne? Wenn man genau, so auf den Tisch guckt, so. Die Einheit hat man auch so im Auge, ne? So eine Rasterung. So, das heißt, ich würde die immer so ein bisschen hier rüber bewegen, damit die. Vielleicht auch Mädels, genau, vielleicht vom auch profitieren, ne? Genau so ist der Plan. So, Herr Doktor, dann sind die nämlich noch drin. So, El Katapulte. So, und die ganze Chose geht weiter. Ah, ich muss ja ein bisschen lauter sprechen, weil ich bin ja weiter weg, ist ja kein Zentralmikro hier. So, zack, so, und dann, ja. Genau das gleiche. Ja, mach eine Einheit und den anderen setze da an und dann fertig. Genau so. Genau. Also generell nehme ich das nicht ganz so ernst. Auf den halben Zoll müssen wir ja nicht, oder halben Zentimeter müssen wir ja nicht. Ich würde sagen, halber Zentimeter. Ist schon was anderes, ne? Aber ja, hallo. So. Das war die geile Bewegungsphase. Jetzt habe ich natürlich hier noch die Schussphase. Noch die ganze Schussphase, ne? Mit meinem Zauberer. Deswegen, nichts ist vertan. Kraft, Woge, wie viel haben wir denn? Wir haben 6, ne? Genau. Also nehmen wir 6 Würfel zur Hand. So, und da haben wir 3 Fünfen dabei. Das heißt, ich darf jetzt nochmal 3 cm. Alles über die 4 ist ein Zentimeter. Genau, alles über die 4, genau, Kraftwoge. Also quasi Spells treffe immer auf die 4 und jetzt darf ich 4 cm in gerader Linie nach vorne. Das ist hier die Einheit. Das wäre die unglaubliche Distanz. Ja, guck mal hier, das ist doch fast das Doppelte von dem, was sonst gelatscht wäre. Ich bin beeindruckt. Ja, und ich erst. Der Marker ist mir schon so gut wie sicher. Warte mal. So, das war meine mächtige Schussphase und ja. Das war's dann auch schon an der Stelle. Deswegen schwenke ich jetzt mal ganz dynamisch rüber zum Christian. Genau, dann mache ich meine Bewegungsphase, weil Schießen wird hier wahrscheinlich bei mir auch nicht viel passieren. Da meine aber zügig voranschreiten dürfen können, ja, sollten. Ja, schon verstanden. Ne? Außer Kriegsmaschinen
Die dürfen natürlich auch nur die Hälfte, also ganz normal den normalen Marsch machen. Und der Ümmel macht das auch. Zack. Die werden wieder volles Rohr marschieren. Zack. Mhm. Und versuchen, dass nicht immer alles im Weg rumsteht. Boing. So, mein Schiffe kommt mal ein bisschen mit. Die gehen auch erstmal. Zack. Die werden auch nach vorne dümpeln. Faszinierend, wie schnell das sein kann. Mhm. Du darfst noch nicht so genau nehmen, ne? Ja, gut. So. Aber wir sind ja nicht auf irgendeinem Turnier oder so. Wir brezeln ja hier durch die Gegend. So. Ich denke nämlich auch immer so, wenn man einmal einen Vorteil erlangt durch irgendwelche Millimeter, dann kriegt man beim nächsten Mal einen Nachteil und dann passt das doch schon wieder. Ja, wenn es jetzt auf dem Turnier wirklich um ne, irgendwie Preisgelder oder Ruhm und Ehre oder wofür auch immer die spielen mögen, wenn es da drum geht, dann kann ich schon verstehen, dass man da pissig ist, wenn da einer grob am Bescheißen ist mit der Distanz, aber so. Pff. So, der geht auch noch hinterher, da brauche ich nicht messen. Die haben sowieso 10 cm, aber die bleiben erstmal noch hinter den Burschen hier. Mhm. Da. Aber meine rechte Flanke wird ein bisschen Druck aufbauen. So, das sind 20 cm hier, ne? Schau es dir an. Abstoßend. So, mehr kann ich dazu nicht sagen. Guck mal, das war doch nett. Das kann man sehr relativ sehen. Das war, ich habe keinen Beschuss, ich habe keine Zauberer, die wirken können auf die Entfernung. 48 Zoll sind meine maximalen Reichweiten und da die sich bewegt haben, dürfen sie ja sowieso nicht schießen. Zentimeter also, übrigens. Zentimeter, Entschuldigung. Damit ist die Runde 1 und damit fertig. Dann stellen wir mal hier genau den Dingensbums hier um auf die 2. Kurze Zwischenfrage, Höhe haben die ja theoretisch einen mehr als die vor denen sind. Genau, ne? Da Infanterie Briten. Und Kavallerie hat glaube ich Höhe 3, meine ich jetzt so außer. Also eins höher als die normalen Fußtruppen quasi, eins. Genau. Genau. Zwecks wegen Beschuss, weil ihr wisst ja, Sichtlinie, ne? Wenn die Einheit höher ist, also eins höher als die Einheit, die davor latscht, dann kann man die auch beschießen. Die Höhe wird ja benannt. Ne? Die Höhe wird benannt. Hat eine benannte Höhe. Genau. Anstatt zu sagen, ey, ich sehe die aber nicht, wird gesagt, ey, das ist egal, ob genau. Du die siehst, die haben die Höhe 2 und die davor stehen die Höhe 1. Genau, das ist ja bei Kings of War das Schöne, da wird ja auch das Gelände mit einbezogen und allen Ramsch. Ja, das war die Runde 1. Und dann würde ich sagen, schwenken wir wieder andersrum und kommen ganz elegant zur Runde 2. So, Runde 2, Bewegung. Tatsächlich würde ich das Katapult nochmal bewegen. Ich war da erst so ein bisschen kritisch, aber einmal sollte noch drin sitzen. Selbst wenn das andere Katapult da drüben auch Mist macht. So. Ja, kann ich ja schon mal wieder ein bisschen meinen Maßstab hier schwingen. Ja, wichtige Leute müssen immer messen, hat er mir eben noch beigebracht. Ja, das muss ja was aussehen hier und ein bisschen irritieren, ne? Ja, genau hier und überhaupt muss ich dann, ja. Dann wollen wir mal, warte mal, der hier, marschiert nach hier. Mhm. Die hier marschieren natürlich wieder nach vorne. Ganzen Arsch von vorne, ey, verdammte Tat. Ah, das ist nicht gut. Die werden sich erstmal ein bisschen drehen. So. Du kannst mich gar nicht einschüchtern mit deinem Messer. So, das. Glaube ich, in der nächsten Runde könnte es hier losgehen. Ja, ich hoffe es doch sehr. Mhm. Dann geht die Party ab. So, hier müssen wir jetzt mal ein bisschen nachdenken, weil von da hinten kommt ja die wilde Reiterei angeritten. Ergo, misstraue ich dir da bei allem, was du tust. So,
heißt, die werde ich auf alle Fälle schon mal ein bisschen so ausrichten. Das hängt auf meinem Finger verdammt. Ja, also schon ein bisschen kleiner und friemeliger alles, aber irgendwie, ich mag den Maßstab, der hat was. Mhm. Man kann endlich vernünftige Schlachten mit Taktik auch spielen, ne? Große Schlachten. Verrückt, oder? Ja, und auch diese Optik einfach so weit weg zu sein, ne? Das ist schon irgendwie cool. Da freue ich mich ja schon, ne, auf unser ACW-Projekt in der Größe. Ja, das wird nur noch ein paar Tage dauern, bis es angepinselt ist. Ich glaube, ich sollte meine Fortbildung einfach um ein Jahr verschieben und nur Tabletop machen erstmal. Ja, wer bezahlt das? Ich weiß nicht, vielleicht so ein Community-Aufruf. Und da gibt es ja auch BAföG für. Ganz bestimmt. Ja, so Selbstfindungsjahr oder so. Ja. Das ist doch pädagogisch bestimmt sehr wertvoll. Warum guckt ihr denn nach hinten? Seid ihr besoffen? Dilettanten. So. Guckt ihr auch nach hinten? Tatsache. Da habe ich die doch. Was ist denn los bei dir? Ja, ich weiß nicht. Die sind keine so Zucht und Ordnung in der Bude, nee, oder? Nee. Ich sag's dir. Dann mal sofort an der Wand stellen, erschießen, wenn sie schon tot werden. So. Alles bewegt. Jetzt haben wir hier, ja, Schussphase. Also rankommen tue ich noch nicht mit dem Katapult, denke ich mal. Erst in der nächsten Runde. Mhm. Aber Mr. Kraftwoge möchte hier mal einen rausäumeln. Also 6 Stück. Und zwar schiebt der diesmal diese. Und er äumelt 4-mal. So, das Haus. Die Mädels sind dann schon mal hier am Start. So, das war meine Runde 2 ganz im Ganzen. Ja, doch, ich befürchte, das ist so, ja. Mhm. So, das Kamerakind bitte zur Kamera. Und dann geht er los. Wo möchten wir denn anfangen? Ich fange wieder hier links an. Jawohl. Ich mache erstmal einen Schwenk und gehe dann 5 nach vorne. Dass mich nicht unbedingt sofort das Katapult, aber ich glaube ganz, ja, also er ist ja indirekt, er kann drauf schießen, muss aber sehen können. Ne? So, dasselbe müssen wir mal hier mal kurz klären. Das tut er und der ignoriert ja auch Deckung, deswegen juckt mich das gar nicht so. Er sieht mich, ne? Ja, habe ich mir schon gedacht. Ja. Da fehlte der Zentimeter. Den letzten Fuß vom letzten Soldaten. Schwenken. Und er geht bis da. Oing. So, und ihr wollt auch mal ein bisschen. Warum habe ich denn mein Gerät hier dabei, ne? Ab durch die Hecke. So, da sitzt. Da kommt die Legion nicht. So, die machen auch nochmal einen Marsch. Ja, jetzt habe ich mich mal wieder heldenhaft. Naja, egal. Der macht. Mal hier so rüber. So. Da ist jetzt Zickelzacker angesagt. Nichts mehr mit geschlossene Schlacht rein. Nee, nee. Das kann ja jeder, ne? So, 48 Zoll. Wo bist du denn da? Zentimeter. Wenn ich mich jetzt bewege, bin ich nächstes Mal drin. Mhm. Egal. Dafür haben wir eine Legion. Genau. Kollateralschaden ist einkalkuliert. Genau. Die können einiges verkraften. Bursche geht mit. Ups, da schmeiße ich schon meine eigenen Jungs um. Zack, zack. Da wir so langsam aufeinander zulatschen, bei den Goblins, für die nicht Kings of War Spieler oder beziehungsweise nicht Goblin Spieler, die haben die Sonderregel Yellow Bellied. Das heißt, wenn die in die Front angreifen wollen, wenn ich recht mich entsinne, dann müssen sie würfeln und auf eine 1 machen sie es nicht, weil dann kriegen sie Angst. Das finde ich sehr gut. So ein kleiner Bonus für mich. Er macht auch einen kleinen Schwenk und geht mal lieber seine 7 nach hinten. Ich hoffe, dass der Felsen da vorne ihn so ein wenig beschützt. So, die machen auch nochmal einen Gewaltmarsch. Boing. Und okay. Die auch machen einen Gewaltmarsch. Boeing, den hatte ich noch nicht, ne? Nö. Nein. Der muss auch nach vorne. Ich glaube, dann kann er sich hier gemütlich machen. So, was machen wir denn mit der Truppe da? Die dürfen auf 24 cm schießen, also bis dahin. Dann gehen die
bis kurz davor natürlich. Ah gut, wenn die sich bewegen. Ach, da treffen sie auf eine 6. Sollen sie machen. Sollen sie machen. 24 bis dahin darf ich. Also bis dahin reiten sie. Mhm. Aber schon ein Marsch. Schau, so. Schau, schau, schon. So. Oh, das ist aber alles nicht so cremig bei dir da. Oh, ist ja auch knochig, ne? So, die machen einen Schwenk und reiten mal hier ein bisschen, kreuzen die auch mal ein bisschen hier. Mhm. So. Solange die da hinten eine Parade machen, ist mir dann alles Brause. Schön. So, schön. Jetzt hat sich alles bewegt. Die schweren Maschinen haben sich bewegt. Die Kriegsmaschinen haben sich bewegt. Da kann sowieso nicht schießen. Die, nee. Die Bogenschützen sind noch außer Reichweite. Runde 3. Runde 3. Dann nehmen wir mal wieder das Würfelchen zur Hand. Ja, also ihr seht, es ist am Anfang viel Latscherei. Nicht wie bei 28 mm Schieben, Schieben, Feuer, Feuer. Hier ist das dann doch schon so ein bisschen zeitaufwendiger. Und wir haben schon einen Aufstell... Radius, also beziehungsweise Abstand vom Rand, haben wir schon 10 cm genommen. Ne? 25, also 10 Zoll. 10 Zoll, pardon. Ja. Jetzt, da haben wir in der Wiki mal Zoll genommen, nicht Zentimeter. Ja. Schon wieder falsch, verdammte Tat. Ja, also ihr seht, es tut sich was. Es ist auch schon so, ja, so ein gutes Viertel des Tisches ist schon mindestens überquert worden. Und na gut, bei mir ist es vielleicht ein bisschen weniger, aber... Wir tun unser Bestes und sie waren stets bemüht, man kennt das ja. Gut, so, Runde 3 Bewegung. So, das Katapult bleibt stehen, Überraschung, Überraschung. Die Bogenschützen, die bewegen sich natürlich. Oh, da möchten sie sich doch nicht bewegen. Nee, ich glaube, die möchten sich nicht bewegen. Da sind wir mal ganz arsch und lassen die mal stehen. Was soll denn das? Ja, was soll denn das? Verdammte Axt. Ja, werden wir noch mal kurz messen. Ja, die bleiben dann auch mal kurz stehen. Bei denen ist Hopfen mal schon verloren. Das heißt, die können sich bewegen. Mhm. Aber Deckung, ne? Hat dann nicht Ignorsdeckung? Nein. Ah ne, ist ein Speerschleuder, das ist ja keine. Das schießt ja direkt. Ich kann ja mal schauen. Aber. Piercing? Nö, das ist gut. So, in dem Falle habe ich dann natürlich auch wieder die Überlegung. Er hier ignoriert auf alle Fälle. Ich muss den nur sehen. Ja, ja. Oh, das hat schon dran. Ja, klar. 1 mm drüber. Dann können wir auch laufen. Da ist der Zug ja eh schon abgefahren. Gehen bitte. Laufen ist dann. Ja, genau. Wir schlurfen voran. So. Und Mr. Spellcaster hier haut gleich auch noch einen raus. So. Ach, das sind ja Bögen. Verdammte Axt. Mhm. Ne, das passt. Ah, doch, mit Bewegung passt das gleich schon. Shit. Okay, da haben wir ein bisschen gepennt. Na gut, irgendwann tritt das geht's rund. Unvermeidbare sowieso ein. Gut, das sollte bleibt, passen. Ne? Das bleibt stehen. Mhm. Die bewegen sich selbstverständlich. Mhm. In ihrer unglaublichen Geschwindigkeit. So, wollen wir den nächsten Beschiss? Ach, da steht eine Speerschleuder. Das ist schon. Da kommt das war der Geiz, ey. Wir verwirren ihn durch Vielfalt. Gib ihm nur genug Ziele. Genau. So, die gehen hier hinterm Baum. Das hier bleibt selbstverständlich stehen. Das müsste eigentlich irgendwas treffen, aber bestimmt. Ne? Hier sind wir doch ganz easy. Das bleibt stehen. So, jetzt müssen wir mal kurz überlegen, was wir hier anstellen. Egal, eins nach dem anderen. Das auf 24, das auf Dings. Die können hier dann eh schon. Die latschen dann nach vorne. So. Dann kommen die von da und da von da, die gehen auch nach vorne. Schwupp, bleiben hier aber hinter der Hütte. So. Die Herrschaften, die drehen sich und gehen. Ah, obwohl, wer weiß, was gleich passiert. Die drehen sich lieber in die Richtung. Und marschieren nach hier. So, und da hat es jetzt schon so fies gemessen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dass wenn die sich bewegen, sind sie in Reichweite. Mhm. Aber treffen wir auf eine 6+, das interessiert mich aber überhaupt nicht.
Deswegen bewegen wir uns auf jeden Fall. Versucht dein Glück. Klar. Das ist wie auf der Kirmes mit diesen manipulierten Gewehren. Ikonen schief schießen. Nächste Runde, du gewinnst, ne? So. 9 Schuss und ein tödlicher Wurf. Zack. Zack. Ja, auf den Budenbesitzer. So, okay. Beschussphase, da passiert diesmal sogar was. Yep. Und zwar, erstmal machen wir hier den Lauferich. Da, bevor es dann richtig ans Eingemachte geht. 2, 4, 6. Und zwar, der brennt leider. Nee, das wäre klar. Haben wir dann 3. Und die 3 möchte er tatsächlich wieder auf die Dingsen hier. Das heißt, wir latschen Dry nach vorne. Wow. Die Distanzen sind wirklich sehr gering, wenn man das in Zentimeter messen muss. Okay, so. Beschuss. Wir haben unser wunderschönes Bayfire-Katapult auf die 5. Ich gucke lieber nochmal drauf, aber das hat sich hier definitiv nicht geändert. Und 2 Würfel, ne? Jo. 2 Attacken haben die gekriegt. Aber nicht mehr ganz so stark. Wo bin ich denn da? Auf die 5 müssen wir erstmal treffen. 2 Attacken oder nicht? Ich gucke gerade Range Attack 5. Ja, wo bin ich jetzt? Speed? Attack, hinten, da. Ach, da. Ich bin ja auch ganz mehr hast du nicht gesehen? So, nix. Da ist schon mal nix. Genau. Das war der. Der nächste bitte, der würde dann logischerweise auf die schießen. Einziges Ziel. Wieder nix. Läuft. Ah, läuft. Der auf die. Ich nehme andere Würfel. Oh, die dann aber richtig. So, und die machen dann D3, ne? D3 plus 1. 1, genau. Das sind 3 plus 1 sind meiner Meinung nach 4. Aber du hast 2-mal getroffen, also nochmal ein D3. Ach ja, natürlich. Guten Morgen. Oh, jetzt guck mal, da habe ich dir geholfen, ey. 8 Stück. So. Und dann auf die 2 natürlich. Auf die 2, weil Demiret hat Piercing 2. 2 nur, okay. Hallop. Natürlich, 3 Einsen sind schon mal dabei. Ansonsten hätte ich dann zu bieten 5 bitte. 5 Stück. Sie. 5 Schaden auf meine Speerträger. So, der erste Boing. Schaden ist verteilt. Welch Freude. So, jetzt gehen wir mal hier rüber. Ich markiere das wieder, damit wir das auch nachher nochmal würfeln wegen der Ende Moral. Der, ne? Genau, Ende der Schussphase Moral und nach jedem Nahkampf für die Leute, die Kings of War nicht so gut kennen. So. Dann haben wir hier die Archer, erster Trupp. Die haben 10 Attacken tatsächlich auch nur. Auf die 6 plus, nicht wahr? Weil bewegt. Mhm. Einer. Ein ganzer. Puh, das ist ja wirklich zum Heulen. So, haben wir, was haben wir denn Schönes zu bieten bei dir? Defensive 4. Defensive 4. Ich habe auch gar nichts, was toll wäre. Nö. Ich habe nur Life Leech und Shambling, ansonsten. Hm. Ja, guck, einer geht doch schon mal durch. Mhm, ich markiere mir das. Die ganze Nummer machen wir dann nochmal mit dem anderen Archer-Trop. Geht es mir vielleicht ein bisschen besser. Da haben wir schon 2. Auf die 4. Und einer. Dann sind wir schon mal bei 2. 2. So, das war auch alles, was schießen konnte, richtig? Genau. Das heißt, wir würfeln Moral. 2 Stück, genau. Fangen wir mit den Reitern an. Das ist 8. Plus 2 sind 10. Ich habe 12, 14. Da ist passiert gar nichts. Da passiert gar nichts. Da wird wahrscheinlich auch nichts passieren, außer wir machen eine Doppel-1. Nö, 10. 10 plus 5 sind 15. Die haben 19, 21. So, da passiert nichts. Da haben wir den Salat. Ja. Gut, das war deins. Das war meine 3. Runde inklusive B-Schuss. Genau, sehe ich genauso. So, dann schwenken wir mal elegant rüber zu dir. Dann übergebe ich hier. Ja, ich übergebe mich. So. Was hatten wir denn vor? Da, was hatten wir denn vor? Da wollen wir mal gucken. Das kann doch schon wieder nichts Gutes sein. Da gucken wir mal, dass wir hier auch so ein bisschen was im Bild haben parallel. Wenn du hier den Beschuss, deine Attacken hier vermeiden willst, dann setze ich mich hier auch schön in der Ecke rum. Das ist mir doch egal. Unglaublich. Dann fliege ich da im Gebüsch rum. So, was hast du eben gesagt? Ich kann was von dir treffen? Ja.
Ich befürchte ja, schon, ne? Aber da hinten nichts, ne? Nö. Ich muss mich aber bewegen, sonst kann ich nicht auf die feuern. Dann bewege ich die. Ich treffe ja dann auf die 5, ne? Echt? Nee, also... Auf die 4 treffe ich sonst, jetzt auf die 5. Kriegsmaschinen dürfen, glaube ich, solange sie nicht den Haltbefehl haben... Ausrichten? Ich glaube, ausrichten ist... Das ist, es ist Pivot, ja. Also entweder ganz stumm starr stehen bleiben als Halt oder... Dann lasse ich sie stehen und dann schieße ich auf die mit Deckung. Mhm. Die ist ja immer noch nur so Standard dann quasi mit Abzug. Genau, die lasse ich auch stehen. Komm schon, trau dich. Mist, die könnten sogar ankommen. Mhm. Nö, warum sollte ich? Du hast damit angefangen. Jetzt guckt sich das einer an. Du hast damit angefangen, ganz klar. Aber der muss noch ein bisschen bewegen. Und die brauchen sie nicht bewegen, die können so schießen. Na, können sie schießen? 24. Ei, der Daus. Ja oder nö, was sagst du? Also müssen die sich auch bewegen. So. Mhm. Weiter geht's. Dann geht's weiter. Der Riese ist so groß, da muss ich ein bisschen hochgucken. Ja. Was machen wir denn mit diesen hier? Ich habe eigentlich gar keine große Lust, die ganze Zeit unter dein Feuer zu geraten. Verstehe ich gar nicht. Ich will auch mal fuchsig sein. So. Und dann gehen die auch nach vorne. Ja, ich glaube, die können auch sehen, ne? Ja, Katapult auf alle Fälle. Ja. Aber beim nächsten Mal. Aber die machen Marsch hier. Uah. Oha. Mhm. So. Die. So alles hier mit Deckung, ne? Das ist doch zum Erbrechen. Dann machen die auch noch einen Marsch. Boing. Boing. Die auch noch einen Marsch. Dann schieße ich lieber gleich vernünftig, als dass ich jetzt hier so rumeier. Ja, dann kann ich nur noch auf die Würfel laufen. Wie sieht das denn hier aus? Mit Deckung könnte ich schießen. Ja, ne? Ist das Deckung, dass wir drüber schießen können? Ja, das ist Deckung, ja. Ja, aber klar. Ist nicht irgendwie, dass ich... Blocken, nö. Okay. Mhm. So, dann kommen wir hier genau zur Gretchenfrage. Mhm. Wie weit könnte ich reiten bis dahin? Da wäre ich aber schön doof, ne? Ach, das liegt ganz normal, wie du das betrachtet hast. Hm. Ach, hier fehlen so Waffen, die auf halbe Distanz irgendwie doppelte Würfe machen. Das wäre echt lecker. Hm. Gibt's jetzt die Kanonen. Die können Schrapnell laden. Oh, okay. Die Menschenkanonen. Oh, okay. Mhm. Ja, sowas ist doch geil. Mhm. So, aber hier... So, Herr Fred. Jetzt. Sind das 20 Zentimeter, kleiner Peter? Da muss ich einmal. Nein, es sind keine. Es fehlen 3 Millimeter. Da haben wir ja Glück gehabt. Da sind sie wieder, diese 3 Millimeter. Ja gut, dann hilft nicht, dann muss ich jetzt mir da voll durch. Ich hätte eigentlich was ganz anderes vorgehabt mit denen. Ja, dann... Na komm, voll drauf. Hallöchen. Mhm. So, ja, das ist jetzt so eine Selbstmordkommando. Gut, und was mache ich mit dem Kommando hier? So. Wenn die hier vorne bei mir eintreffen, da habe ich schon gar keine Lust drauf. Ich weiß nicht, wo ich die eintreffen lassen soll, ey. Naja. Huch, dann reiten sie bis da. Mhm. Gut. Okay. So, hier meine Jungs nicht vergessen, ne? Zack, zack. Mhm. Die ich ja dann immer vergesse. So, jetzt Beschuss. Jo, da wollen wir schauen. Da ist nichts. Da ist nichts. Da habe ich mich nicht bewegt. Genau. Und schieße auf die. Mit Deckung. Mit Deckung. Die Burschen haben 2 Schuss. Auf die 4 mit Deckung auf die 5. Immer noch eine Frechheit. Auf die 5. Wir sehen, dass wir nichts treffen. Das ist schön. Dann schieße ich mit dem. Habe ich mich bewegt damit? Nee, habe ich stehen gelassen. Ja, der ist. Ich meine, der ist stehen geblieben, ja. Ja, klar, weil ich auf die hier feuern wollte. Der schieße ich da drauf. Auch 2 Schuss auf die 5.
Ein Treffer. Oh, nicht gut. Ein W3 plus 1. Drei Treffer. Und ich denke mal auf die 2 plus, weil der hat Piercing 3. Ja, der hat die werden so wahrscheinlich 4 haben oder so. Aber sowas von, dann wollen wir mal gucken. Das sind normale oder sperrige? Sperrige. Eine 4 sogar nur. Dann auf die 2 plus. Jawohl. Drei Stück. Drei Stück, ja. Dann können wir mal hier unsere immer noch nicht schön gemachten Counter ausgraben. Mhm. Die graben wir hier aus. So, 4 Stück hat er gesagt, sagt er. So, 4 oder da. Tata. Tata. So, den hatte ich ja bewegt. Ein Kameraschwenk. Die hatten sich auch bewegt und treffen auf die 6. Jo. So. Und die haben 10 Attacken auf die 6. So, ja, super. Einer. Jo. Und auf die 4, die kriegen auch einen Treffer. Ein Treffer. Mhm. So. Die nicht. Die da, ne? Mhm. Dann schießt mein Katapult mit Deckung auf die. Ja. Auf die 5. Genau, durch die Hecke. Nichts. Habt ihr jetzt nicht gesehen? 1 und 4 war das. Jawohl. Und die hatten sich auch bewegt. Jo. Und dann würden die? Na, treffen die? Das ist, komme ich an? Ja, mehr als die Base ist sowieso in Deckung. Das heißt, das ist bewegt 6 und dann. Doppelt, dann die Hälfte, ne? Dann auf die 5. 5 Würfel auf die 6. Ach ja, stimmt. Es gibt ja nur eine Deckung immer. Es gibt ja nicht zwei Deckungen. Ah, eine Deckung, genau. Einmal Deckung. Einmal bewegt auf die 6 und eine Deckung. Genau. Dann wird die Hälfte der Attacken. Genau. Genau. Und die auf die 6 und auch wieder nichts. Und auch wieder nichts. So, ja. Und das war's. Ja, da freue ich mich. Mhm. Wir schwenken einmal ganz elegant. Die können nicht. Gucke mal eben. Ne, da fehlt noch was. Und das war's. Das war mein Fernkampf. Ich würde die Moralwirt für die beiden machen. Jawohl, erst die oder was? Ja, dann mache ich erstmal die. Nein, das passiert nichts. Brauchst gar nicht gucken. Nö, die haben viel zu viel. Ich brauch 2 Sechsen, das was passiert. Okay, nichts passiert. Gut, das war die mächtige Runde 3, jetzt auch von Christian durch. Und wir sehen uns gleich wieder zu Runde 4. Aber zunächst sagt meine Frau, die gerade von der Arbeit gekommen ist, während wir am Spielen sind, hallo. Hallo. So, wir sehen uns wieder in Runde 4. Da ist die Runde 4. Ihr steht wieder hier schön in der Ecke. Wackel, wackel. Und Runde 4. Bewegung meinerseits. Das Katapult bewegt sich selbstverständlich nicht. Wer hätte das gedacht? Die bleiben auch stehen. Die werden sich allerdings bewegen. Und zwar drehen die sich erstmal eine Runde. Und dann marschieren sie 5 vor. Kurze Frage, Marker halten, ein Zentimeter Umkreis oder Kontakt mit Base? Umkreis, ne? Okay. 3 Zentimeter, 1 Zentimeter? Lass uns 3 Zentimeter machen. Ja gut, machen wir 3 Zentimeter Umkreis. Mich da nicht so. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie das irgendwie genau deklariert ist bei Kings of War. Wahrscheinlich. So, er wieder hinterher. Mitfahren. So. Das natürlich nicht bewegen. Wollen wir denn die ganzen Dinger? So. Die Herrschaften Mumien werden selbstverständlich nach vorne latschen. Die sind nämlich. Die drehen sich davon noch ein bisschen mit. So. Ja, die latschen auch nach vorne. Möchte ich dann so ein bisschen drehen. Die Mumien nach hier. Das bleibt stehen, logischerweise. Mhm. So, jetzt wird's interessant.
Jetzt ist nämlich wirklich interessant. Das Problem an der Sache ist, könntest du auch mal die Kamera mitschalten? Oh, Entschuldigung, ja, ich habe es wieder verpennt. So, wie gesagt, die so. Meine Überlegung ist jetzt, dass hier die Reiterei, wenn die hier über die linke Flanke kommt und ich alles hier in der Mitte zentriere, nachher ein Problem haben werde. Deswegen müssen wir das jetzt mal so ein bisschen aufteilen. Also meine Freunde, die Mumien, die bewegen sich erstmal nach hier, drehen sich dann noch so ein bisschen. Und ich weiß nicht, ob ich die Reiter da klein kriege. Das heißt, ich werde die Jungs auch einmal drehen. Ob das jetzt so clever ist, weiß ich noch nicht. Aber ansonsten können wir noch ein bisschen improvisieren. So, die marschieren an da. Man weiß ja nie, was der Gegner so plant, ne? Das weiß der Gegner selber nicht. Achso, das ist gut. So. Hier dagegen marschiert nach vorne. Plup. So, einmal kurz gucken. Das ist klar, die bleiben stehen. Zwecks Beschiss. So und so. Hier gedreht, da marschiert stehen bleiben, stehen bleiben. Andere Seite ist geklärt. Dann fangen wir an mit Beschuss. Jawohl. Und zwar fangen wir an mit meinem Mr. Spellcaster hier. Richtig. Hier geblieben. Mr. Spellcaster spellcastet tatsächlich auf die da. Mhm. Dann zeig ich mal, was er kann. Ja, drei. Gute Mittelmaß, genau. Das übliche. Sensationelle 3 cm. Ah ja, steht der Tropfen, lässt das Bein. Warte mal. So. Dann normaler Beschuss, würde ich sagen. Genau. Ich trau mir, ich habe immer so eine kleine Hemmung zu würfeln für die Bildfeuerkatapulte. Ja, wo will er denn drauf schießen? Ja, wo will er denn da drauf? Ja, kann er die denn sehen? Die kann er zwischen den Stämme her sehen. Oh, jetzt wird er aber fuchsig hier. Jetzt echt oder was? Ja, du siehst die Base, wenn du hier guckst, siehst du hier, oh, siehst die Base von dem. Jetzt wird, oh, aber da, so einen halben Millimeter. Heieiei, ich habe es ja extra dahinter gestellt. Na gut, okay, Herr Fred. Da muss ich leider. Weil das Mittagessen so lecker war. Oh, guck, da trifft er sogar einen. Ja, genau, so bin ich. Das ist wirklich sehr nett. Natürlich. Das, guck, dafür ist auch nur zwei. Zwei, genau. So, dann kann ich mir schon mal meinen Dinger holen. Fokus, zwei Fokus. Plus. Drei, zwei Stück. Zwei Stück. Ich leg's dabei mit dem Würfel, dass du da gleich auf Moral wirft. Jo. Wirfst. So. Nicht. Die so wie. Was hat die denn? Nee, Speerträger, genau. Wo sind denn meine ganzen Arschlas geblieben? Ach, da hinten. Katapult Nummer zwei. Mhm. Ja, die sehe ich aber wirklich. Ja, siehst du. Aber mächtig. Ja, schauen wir mal. Natürlich nix. Scheiß die Wand an. Das Katapult auf die Herrschaften. Mhm. Einer. Zwei, drei Treffer. Auf die zwei. So, wenigstens haben wir dann drei. Okay, dann haben wir da schon achte. Das ist schon mal einigermaßen okay. Gut. So, dann sammeln wir wieder alle 10 Würfel zusammen. Und dann werden wir marschieren. Und diesmal marschieren wir sogar auf die 5 plus. Because nicht bewegt. Mhm. Ich brech ins Essen. Ganze satte 2. Und dann nochmal auf die 4. Block. Auf einer. Mhm. Genau. Die ganze Chose nochmal. Die ganze Chose nochmal. Da sind wir dann bei 3. Jawohl, 3. Auf die 4. 4 sind 2. Oh, 5. Gut. Sind wir bei 5. So, dann würfeln wir gleich mal die Moral, würde ich sagen. Mhm. Hat alles geschossen, naja. Fängst du da an? Da fange ich an. So, dann zeig mal. Oh, Zähne, Herr Fred. Ja, 10 sind 15. Ja, und die haben 12, 14 und sind weg. Jawohl! First Blood! Ja, gibt es ja bei der 9. Edition gar nicht mehr so eine Sauerei. Ja. Erst haben sie es kastriert in First Strike und jetzt gibt es das gar nicht mehr. Das gibt definitiv ein Buh. So, hier bitte. So, hier bitte. Ist das alles noch einigermaßen im Blickfeld der Kamera? Aber und wie? Aber und wie? Halli hopp, da sind wir bei 7. 7 plus 8 sind? Ja, mindestens 15. Ne? 15, aber da sind wir noch weit weg. Ja, das war gut befürchtet. Und böse. Sehr böse haben wir da hinten auch noch einmal. Jawohl, einfach die Bogenschützen. Da sind wir bei 7. Plus 2 sind 9, da sind wir noch ganz weit weg. Ja,
Ich hab's befürchtet. Aber wenigstens schon mal, ne, hinten auf der linken Flanke die Flohsäcke einmal gekillt. So läuft's. Ich übergebe. Die Runde 4 meinerseits ist beendet. Und wir schwenken mal so ganz elegant über Schlachtfeld bis jetzt. Was jetzt passiert, wenn Christian siniert. Und ja, dann schieß mal los. Ja, jetzt bin ich so ein bisschen hier in der Bedrulle, ne? Du siehst mich ja trotzdem mit dem scheiß Katapult. Und wenn ich sie jetzt da stehen lasse, dann zerschießt sie mir, ohne dass ich irgendwas machen kann. Das war eigentlich mein Plan. Ja, war mir schon klar. Die sind also hartnäckig, die Bengels. Die? Oder ich würfel so schlecht, das kann man sehen, wie man will. Ja, dann komme ich ja noch nicht mal, wenn ich jetzt bis 4, dann bin ich bei 26, kann ja nicht mal schießen. Ah, es ist doch... Da muss der Baum federn lassen. Mhm. Ja, Katapult kann feuern, bis es grün und schwarz wird. Aber ich muss aber hier einen Schwenk machen und muss nach vorne. Ja, wer kommt denn da aus dem Gebüsch hervor? Ja, das war auch wieder eine Heldenaktion. Weil das Mittagessen so gut war, durftest du drauf schießen. So. Dann die bleibt stehen, die bleibt stehen. Auch die. Das ist eine Legion, ne? Die geht nach vorne. Nö, wir sind ja erst Runde 4, da haben wir noch ein bisschen was vor uns, ne? Die bleibt stehen. Ja, da kommt der Kameramann gar nicht so schnell her. Die gehen ein Stück nach vorne und drehen sich dann. Okay. Oh, dass das Katapult mich jetzt überhaupt nicht mehr sehen kann. Ja, das... Ja. Da dürfte jetzt aber nichts mehr zu sehen sein. Du musst ja die Mitte gucken, ne? Ne, jetzt sehe ich nur noch die Base-Ecke, also das zählt nur wirklich nicht. So, bitteschön. So. Dann nehmen wir jetzt mal den letzten Fuß. So, jetzt sollte ich mal den Riesen auch mal wieder mitnehmen. Den habe ich mir eben vergessen. Das ist alles ein Käse hier. Was macht er denn? Die bleiben stehen. Na, die müssen sich auch drehen, ne? Also sind die bewegt. Ich markiere das mal irgendwie mit bewegt. Tja. Was mache ich denn mit meinen? Hier geht erstmal 14 nach vorne. Boah, das sind Distanzen, da kann ich nur von träumen. Dann habe ich nämlich gleich, nee, da komme ich nicht dran. Geht auch nicht wegen dem ganzen Mistzeug, was hier alles so rumliegt. Aber meine Kavallerie jetzt da in diesen riesen Haufen reinzuschicken. Der Haufen ist nur dafür da und wartet auf dich. Ich weiß. Ach, Mist, Kavallerie falsch eingesetzt. Irgendwie habe ich mir das anders geplant. Was mache ich denn mit denen? Ich habe gerade eine schwere Krise hier. Oh weh. Kannst du wohl laut sagen. Oh weh. Ach so. die machen nur einen Schwenk und warten ab. Die müssen sich erstmal im Klaren sein, was sie überhaupt sind. Was bin ich und vor allem, warum bin ich? Warum bin ich, genau. So. Dann. Beschiers. Beschuss. So, da hatten wir gesagt, sind wir noch leider vorne raus. Mhm. Die schießen auf die. Mit Deckung. Achso, ja. Auf die 4 plus. Schleuderspeer. Auf die 5 plus wegen Deckung. Ja. So. Ein D3. 3 Treffer. Piercing 2, dann auf die 2, ne? Ja, minus 0,5. 2 Stück. Mhm, dann sind wir bei 6. So sollte es sein. Der Skatapult auch nochmal da drauf, auf die 5. Oh, jetzt hat er es auch auf die abgesehen. Auch wieder einer. 1W plus 1. 1W 3 plus 1, also ja, 4. Ja. Und wieder auf die 2. So, diesmal 4. Puh. Nochmal 10. So, 10. Jawohl. Mal ganz kurze dumme Frage zwischendurch. Hat der Ignors Deckung? Ja. Dann warum schießt er nur auf die 5? Trifft er nur auf die 5? Ja, klar. Achso, okay, ich dachte, er würde auch auf die 4 mit. Nein, nur die Dinger. Okay, und ich dachte, das hätte einen verschenkt quasi. Genau, ja, dann schießen die 10 Mann da drauf. 4, 6, 7, 8, 9, 10 auf die 5. Mhm.
zwei, drei Stück. Was haben die für? Ich denke mal vier. Immer, ne? Vier, immer vier. Einer? Aha. Ich bin mal so frei. Amtsanmaßung. So. Das Gerät auch da drauf, aber dann mit Deckung, ne? Jetzt hat er Blut geleckt. Auf die 6. Nöp. Nee, auf die 5. Quatsch, haben sie auf die 4. Achso, ja, ich wollte gerade sagen. So, jetzt ein Treffer und jawohl. Ja. Dann hast du drei mit denen. Ja, günstiger, sonst nichts. So, sollte ich das auch mal irgendwie markieren, zwecks wegen Moraligen? Mhm. Ja, ich bin ja auch sehr berühmt dafür, sowas zu vergessen. Die schießen auf die. Jo. Mit Deckung. Jo. Ja? Das ist dann die 6, bitte sehr. 6. Einer ist ganz weit weg, das ist auch nur ein 2. Ja, zwei Stück. Dann wieder auf die 4, ne? Das ist auch, ja. 2. Puh. Da muss ich ja glatt ein neues Rädchen hier auskramen. Ich lasse den Deckel mal ab. Das könnte jetzt, glaube ich, öfter vorkommen, das Elend hier. So, 2 für die Herren. Jawohl. Dann das Gerät mit Deckung da drauf auf die 5. 2. Da wird es mir ja ganz komisch. Dann trifft das 4 mal. Und wieder auf die 2. Wenigstens nur 2. Man gönnt sich ja sonst nichts. So, okay. Jetzt wird es aber langsam ein bisschen... Es missfällt mir. So, da auf die, Ein bisschen hier in Szene setzen. 24. Jawohl, passt. Aber auf die 6, weil die sich ja bewegt haben. Jo. 2 Stück. Aha. Die Burschen haben 5, glaube ich, ne? Defensive, 5 Mumien. Die Mumien, da muss ich tatsächlich mehr drauf gucken. Ja, Tatsache. Außer ich hätte jetzt Feuerpfeile, ne? Ja, fumm, brennt. Nix. Das ist schön. Ja, dann war's das, ne? Ich denke. Wir brauchen unbedingt gleich Nahkämpfe. So, dann Moral. Ja, Moral einmal hier für meine Speerträgers. Boah, ja, nichts nö, bei 3. Nichts. Da. Das Moral, ist auch nichts bei 3. Da passiert auch nichts. Und da wird wahrscheinlich auch nichts passieren. Die haben wir wahrscheinlich. Oh, das sind sogar 9. Das sind, haben wir denn Skelette oder ne, so normale, ordinäre 21. Skelette haben 22 und kein wankend. Also, das ist ja das Schöne bei den Untoten, dass die Waiver-Geschichte eigentlich so gut wie raus haben. Dann bin ich durch. Fein. Das war Runde 4 und wir kommen zur Runde 5. So, Runde 5. Das heißt, nach der Runde ist dann auch quasi Halbzeit. Ja, was nun tun, ist die Frage. Ich würde sagen... Also das Katapult bleibt logischerweise stehen. Primär bewegen sich jetzt erstmal drehen die sich und dann juffeln die hier hin, die Mumien. So, die Archer bleiben auch stehen. Dann die hier bewegen sich logischerweise. Zack. Friemel. So. Ranz kannst du mitnehmen. Er hinterher. So, was machen wir mit euch denn hier? Die drehen sich erstmal noch. Das ist nee, drehen sich nicht da, ein bisschen da. Gute Frage, ne? Hm? Das ist eine gute Frage, was man so vorhat, ne? Ja. Wie viel Fernkampf mit reinnimmt. Jetzt ist die Frage. Die Frage der Fragen ist. Da oder da. Ja, die Legion da hinten macht mir noch so ein bisschen Kopfzerbrechen. Ah, die Shooters, die ballern ja auch die ganze Zeit rein und gehen mir auf den Sack. Nee, die. Ja, genau das ist es. Oder die bleiben gerade und gehen auf ein Stück vor. So machen wir es jetzt. So. Oh, der hat mal Mission, ne? Ja, oh. So, der ist klar, der ist gelaufen. So, Katapult bleibt natürlich stehen. Mhm. Die Mädels, die marschieren nach vorne. Mhm. So. Die Mädels marschieren auch nach vorne und drehen sich dann so ein bisschen. Okay. So, die Mumigen,
Ja, die müssen hier so ein bisschen am Wald lang latschen. Das heißt, sie können das von bis hier. Das bleibt logischerweise stehen. Das ist aber eine schöne Falle da, wo ich reintapern soll, ne? Sehe ich das richtig? Naja, ich versuche mich nur durchs Gelände zu wuseln. Mal sehen, für wen das fälliger ist. Für mich. Wenn ich dich doch angreife, habe ich dich doch sofort in der Flanke. Na, schauen wir mal. So, die drehen sich. 1 zu 1 kann ich wohl noch zusammenrechnen. Das sind, glaube ich, 2,3. So. So. So, so, gucken. Ne? Diese verkackte Reiterei da hinten. Ne? Da hast du Schiss, ne? Mhm. Die lohnt sich ja nur schon, um den Gegner irgendwie... Ja, genau, ein bisschen Kürre zu machen. Ne? Unter Druck zu setzen, ne? Egal, wo ich nicht. Ich bräuchte die Reiterei nur von links nach rechts reiten lassen. Und überall, wo die auftaucht, ist Nervosität am Start. Ja, genau so. Alle machen sich ins Hemdchen und rotieren durch die Gegend. Genau. So. Ach, guck mal, die brauchen erstmal noch 3 Tage, bis sie ankommen. Ja, mindestens, wenn die so 3,5. So, die drehen sich. Und marschieren nach vorne. Und die drehen sich auch. Und marschieren auch nach vorne. Ach, schon. Und wieder habe ich dich nicht mit rüber genommen, die Kamera. Nein! Alles wieder rückwärts. Verdammte Tat. Na, wir fassen das zusammen. Gerade so ein bisschen verpennt. Also, die Jungs sind vorgerückt. Die sind, also was ist vorgerückt? Normal gegangen. Die können ja nicht vorrücken oder rennen oder wie auch immer das immer in verschiedenen Systemen heißt, nicht wahr? Bei 40k war vorrücken ja doppelte Distanz hier nicht. Also, ne, plus W6. Die sind da, die sind hier nach vorne. Das bleibt stehen. Die Jungs haben sich gedreht, die guckten ja alle da irgendwo, ne? Die haben sich den Kleber angeguckt, sind jetzt beschnüffelt genug, haben sie nach rechts abgedreht, gehen nach hier vorne, die auch. Und ja, das ist eigentlich schon der ganze Zauber, der euch jetzt irgendwie zwischendurch abhanden gekommen ist. Naja, so ein bisschen haben sie ja gesehen. Ja, nur ein bisschen. So, gut, dann ist Bewegung bei mir durch. Dann geht's wieder ans Eingemachte. Ja, geht los mit Bashirs. Als erstes hier... Der Super Spell Caster castet seinen Super Spell. Und diesmal hat er gesagt, möchte er mindestens 4 schaffen. Das war so sein persönliches Ziel. Ui, hat er ist aber ambitioniert. Ja? Hat er gut gemacht, hat er. Ja. So. Auf wen spricht er denn? Der spricht auf diese, pardon. Okay. Das heißt, wo ist denn mein Stängel? Ah, nee. Dein Stängel, der. Ah, die 5 passt ja genau. Genau, ja. Dann haben die ja doch mal einen richtigen Marsch hingesetzt. So, Stängel nochmal hier lang. Morgen. Okay. Das ist jetzt aber nicht so lustig, ne? Bonjour. Mademoiselle. So. Ja. Okay, so, dann normaler Beschuss. Mhm. Welche sind denn die beiden Sechserwürfel? Die vielleicht? Katapult auf die Ich verstecke mich hinterm Wald Truppe. Mhm. Wer trotzdem gesehen? Ein Treffer. Einer. Ein W3 plus 1. Da sind wir bei 2. Und auf die 2 plus. Da sind wir bei 2. Jawohl, da haben wir schon 4 zusammen. So, die sind natürlich meilenweit aus der Reichweite. Mhm. Die können nicht. Der hat schon nächstes Katapult. Mhm. Auf die Knie. Ich meine natürlich auf die da hinten, die Jungs. Da müssen wir auch mal messen. Ich habe immer so ein... Also bei Zentimeter habe ich aber echt ein fieses Augenmaß, muss ich sagen. Oh, das sind locker drin. Da guck mal. Das ist kein Handwerker, wa? In Deutschland bist man... Auf dem Baum mit einem Zentimetermaß und mit dem Zollstock. Ich bin immer nur durch den Kanal gefahren. Das wurde mir immer digital eingeblendet. Nö. Da habe ich mir so viel Mühe beim Würfel gegeben. Ne? So schön geschüttelt und alles. So, okay, wer ist denn hier angekratzt? Das sind die Jungs. Mhm. Katapult da rein. Komm schon. Nein! So, das waren... Wie teuer ist ein scheiß Katapult? 100? 95 Punkte, also ja. Sprich knapp 300 Punkte in dieser Runde mal eben für den Arsch. So sieht's aus. Nö, ein Treffer hast du ja gemacht. Oh, Entschuldigung. Ja, siehst du. Pardon. Fast für den Arsch. So, und die anderen Bogenschützen machen auch nichts, ne? Die anderen Bogenschützen, die können die Hecke anschießen, aber ja, ansonsten... Wird auch was. Befürchte, bin ich schon fertig, Junge. Ich fange an zu weinen. Ja, eben noch Moral gewürfelt da hinten. Ja. Dann mal nehmen wir die Kamera mit. Ach so, ja, das war das Gerät hier. So. Sind wir bei 8 plus sind wir bei 12. Ach, tue ich. Ich werde noch zum Elch hier, ey. Die sind wankend. Oh, das ist schön. Ja, das ist wirklich schön.
Weil Moralwürfe kannst du wirklich gut, ne? Das habe ich letztes Mal auch schon festgestellt. Ja, sonst kann er nichts, irgendwas muss er helfen. Ja, die haut er immer gut dahin, aber. So, wankend kriegen sie Marker. 1A. So. Ja, mehr Erfolge habe ich leider nicht zu verbuchen in meiner mächtigen Beschussphase. Ja, dann gebe ich hier mal wieder weiter. Ja, und ich übergebe mich. Ich hatte eigentlich auch ein bisschen mehr gehofft von den Katapulten. Ja. So. Die dürfen nichts machen, die bleiben stehen. Die bleiben stehen. Und bald, ja, die haben immer noch die Deckung hier. Aber wenn sie noch ein bisschen weiter vorkommen, kriegen sie so einen auf die Mütze. Mütze. So, wie sieht das denn aus mit deinem Angriff, falls du mich gleich angreifen kannst? Sieht so aus, ne? Das sind, ja. Ja, ich sehe es auch so. Und das finde ich ja jetzt nicht so lustig, wenn ich ganz ehrlich bin. Wie sieht das denn mit meinem Angriff aus? Ja, würde funktionieren. Ich würde, jetzt muss ich jetzt mal so eine regeltechnische Frage. Ja. 10 cm sind das, aber ich bin hier durch so ein... Hindercharge, da kriegst du dann minus 1. Minus 1, ja. Genau. Aber ich kann dich anchargen, ne? Ja, aber sowas von. Das werde ich dann jetzt auch, glaube ich, machen, bevor du mir in die Bogenschützen reinrasselst. Das werde ich jetzt auch machen. Pfui, dein. Aber ich mache erstmal diesen Yellow Submarine. Ah, ich hätte es nämlich schon wieder verpennt. So, auf die 1 mache ich nämlich und gar nichts. Und 1. Kotz ins Essen, ey. Aufs Stichwort. Ach, herrlich. Ja, das war wieder typisch, ne? Toll. Toll gemacht. Ganz toll. Dann werden dich meine Bogenschützen zurückziehen müssen. Ach, das war doch kein Spielverderber. Doch, mache aber. Was müssen wir denn zurückgehen? Was können wir denn? Laufen können die ja nicht, nur zurück. Halbe Distanz. Laufen dann nicht, ne? Nein, nein, nein. Halbe Distanz, 2,5 Zentimeter, ja, das ist aber hier. Toll. Ganz riesig. So, hier geht's weiter. Die machen die auch so ein. So, wenn deine Mumien kommen, gibt's hier auch was auf der Mütze. Das kleine Grüppchen, da sind nur Touristen. So, was ist denn hier mit los? Hier ist aber auch gar nichts, ne? 8 Schaden ist los. Ja, das ist nicht viel. Sollte sein Zauber auch mal nach vorne packen, ne? Bing! Die hatte jedenfalls 12 cm Schuss. Dann stelle ich nämlich da hin. Dann kann er mich auf die Pfeifenhainis erschießen. Mit seinen 3 Attacken. Pfui. Mhm. Ich kann hier aber auch nichts angreifen, ne? Nee. Das ist auch Käse. Mit meinem Großen kann ich auch nichts angreifen. Es ist alles hier noch so ein bisschen bescheiden, würde ich meinen. Und schon weiß ich wieder nicht, was ich hier treiben soll. Die bleiben stehen, die bleiben stehen. Die... Was mache ich denn mit denen hier? Reiß ich... Ich habe ja was Großes vor, aber ich weiß nicht, ob das was bringen soll. Ja, das kann ich auch nicht sagen. Die machen so einen Schwenk. Ich werde verrückt. Und reiten bis in den Marker rein. Oh. So. Schau, schau. Und schwenken nochmal. Ach ja, Mr. Nimble ist ja am Start. Nee, die schwenken nicht. Sonst kann ja mein Ding nicht schießen hier. Hier wird nicht geschwenkt, Burschens. Gar nichts wird hier geschwenkt. So. Mein Riese. Ach, jetzt ist aber hier Chaos, ey. Echt leicht hohes Verkehrsaufkommen bei dir. Ja, aber richtig hier. Das ist Mist. Das wollte ich eigentlich gar nicht so. So. Ich dachte, er ist nur ein Plattritt vor Schreck, der Riese. Ja, hier ist kein Platz mehr. Ja, der Riese. Der Riese. Der Riese bleibt so stehen. Das ist alles gerade ein bisschen käsig hier. Ja, fertig. Okay. Bewegung fertig. Ja, ich weiß selber nicht, was ich hier treibe. Sie wissen nicht, was sie tun. Aber mit denen gebe ich so ein bisschen vor. Genau. Oink. Oink. So, guck, dann habe ich doch ein bisschen Platz hier. Ist der Riese doch gelatscht. So. So, sagt er. So, jetzt aber. Jetzt an die wichtigen Sachen. Schießen können sie nicht. Boah, genau. So, die sind wavered. Genau. Der Trupp schießt. Die sieht er nicht, schießt wieder auf die mit um Deckung. Ein verschlechtert, ja. Genau, auf die 5. Jawohl. 6 und 5, das ist doch wohl zum Heulen. Oh! Ja, so, Doppel 6 und 5. So. Ich lauf weg. Dann kriegst du 6 Mal auf die Mütze.
Auf die 2 Plus. Ja, das soll wohl laufen. Guck, 5 Stück. 5 Stück. Mhm. Dann hätten die 15. Ich guck mal kurz, was das Skelett. Ich glaube 22, so können die ab, ne? Ja. Ja. Dann kannst du noch einen Marker dran setzen. 10 und 5 sind 15. Mhm. Plüpp. Plüpp. So, wenn es zweistellig wird, dann ist es Grütze. So, das Katapult schießt aber hier drauf. Was zu befürchten war. Auf die 5? Nee. Noch eine Addition. Ja, nee. Dann schießen die da drauf, auch Deckung. Auf die 5. Oh, da geht die Scheiße schon wieder los. Oh, yo. Jetzt ist er so. Jetzt geht's nach vorne hier. So. Die kriegen 6er auf die 2. Mhm. Jawohl, alle 6er. Oh, da sind wir bei 9. Und meine Dings hier schießen auch auf die 6 dann, ne? Weil die bewegt sind. Ja. Genau. Auf die 6. Nichts. So. Ich habe nichts anderes erwartet. Der schießt hier um die Ecke mit der Zauberer. Ups. Ja. Passt. 3 Stück auf die 4. 662. Genau. Ich glaube, der hat plus 1, der Zauber Bolt. Schau mal, was steht sogar drin. Lightning Bolt. Plus 1, meine ich, hat das Ding. Ja, schlagen wir nach. So, der hat ein Piercing von 1. Dann auf die 4, auf die 3, weil wegen Piercing 1. Sind 2. Sind 2. Jo, dann, jetzt war natürlich das Buch hier drauf gelegt. Schwupp. So. Ich glaube, wir haben hier einen ganz großen Fehler gerade gemacht, weil ich habe, glaube ich, nur 2-mal getroffen. Das ist natürlich verrückt. Ja, so, jetzt kriegst du aber doch trotzdem 2. Ja, guck, passt doch wieder. Jetzt kommen die Doppel 6, ne? So. Bei unwichtigen Sachen, da werfe ich die guten Sachen. So, auch verwundet. Genau. Zack. Das Gerät schießt da drauf. Achso, da hinten, der kleine Lüge, ja. Auf die 4. Auf die 5, meine ich, wegen Deckung. Ja, ja. Jetzt ist halt immer 5 und 6, das gibt. Jetzt sind aber nur 5 Attacken. Oh. So, und auf die 2. 4 Stück. Also die Runde könnte mir richtig, richtig wehtun, wenn ich jetzt scheiße würfel. 4 Stück. Dann meine Bogenscheißers. Mhm. Da drauf. 10 Stück auf die 5, ne? Die haben sich ja nicht bewegt, nichts gemacht, ne? Ich meine nicht. Nee. Auf die, weil sie Deckung sind, auf die 6. 2 Stück auf die 4. Jo. 2 Stück. Ey, jetzt geht. Oh, mir schwant Übles. Und die Bogenschießers auf die Mumien. Auf die 5. Also auf die 1, Mumien 2, schießt er gerade 3, da. Auf 5. Die da. Oh, das war mal ein guter Treffer mit 6. Und dann nochmal auf die 5. Und da war es wieder. Huh. Da ist die Luft raus. Ja, jetzt ist aber auch genug Luft gewesen. So, ja. Scheiß die Wand an. Dann sind wir durch, ne? Ja. Dann das wirklich Moral, ne? Ja, jetzt kannst du nämlich irgendwie das große P in die Augen treten. Ja, aber da werfe ich ja meistens immer schlecht. So, hier sind wir schon bei 15. 22 ist das Hauptgebot der Stunde. So, jetzt kommen die Doppel 1. Nee. 7. 7 und 15, was haben wir denn da? 22. Ja. Nach Adam Rief und Eva Zwerg. Scheiß die Wand an, du. Ja, da geht's nämlich jetzt schon los. Da können die sich nämlich ihren Live-Leech und ihre Ratten doppelt in den Hintern stecken. Da passiert beim Fernkampf gar nichts. Gut. Da. 9. 9 und 9 sind 18. Da passiert nichts. Da passiert gar nichts. Aber ist ja schon mal schön. Geht so. Da passiert da auch nichts. Nein. Nö, da passiert nichts. Das könnte vielleicht wieder so ein bisschen interessant werden. Aber nur wieder doppelt 6. Naja, geht so. Eine 10 brauchst du, ne? Nö, 22. Ach, 10 haben die. Entschuldigung, ich habe jetzt gerade schief geguckt. Doppel 6? Nee. Nö, da passiert nichts. Nur eine 6. Ja, das war's das. Puh, ja, trotzdem eine Horde rausgenommen. Ja, Mr. Goldpenis steht da jetzt ziemlich allein auf dem weiten Feld. Wer hat, der hat. Ja, ja. Jetzt kann er aber nur noch mit sich selbst spielen, doof. Gut. Oder nicht, das wird sich dann zeigen. Okay, das war Runde 5. Und ich schwenke nochmal hier übers Schlachtfeld. Und ja, was soll ich sagen? Da hinten knubbelt sich's. Ja, hier ist es jetzt viel zu leer. Mhm. Und hier muss irgendwie auch mal was passieren. Hier steht zu viel rum. Okay, wir wechseln zu Runde 6 und sehen uns dann gleich mal wieder.
So, die Runde 6 ist am Start und ich fange mal an mit meiner Bewegung. Und wo ist mein Stängel? Da. Das Katapult bleibt erstaunlicherweise stehen. Die Jungs, die provozieren es jetzt hier erstmal. Jetzt gehen sie ab, jetzt gehen sie steil. Jetzt gehen sie steil, die Jungs gehen erstmal hier nach vorne. Wenn schon, dann hier richtig auf die Schnauze. So. Warte mal, ich ist da, wenn ich die nach hier stellen würde. Stellt sie doch hoffentlich im Weg. Nee, da ist noch was. Könnte sowieso drüber schreiben. Massig Platz. So, dann könnte ich doch mal einmal wieder hier mit meinem Ding rumwurschteln. Ja, wurschteln. Jawohl, es geht, dann kommen sie ja schon mal in meine Reichweiten. Ich weiß. Aber was wolltest du machen? So. Bewege dich. Hurti. Der Nekromant ist ja nicht untot, ne? Der kann sogar laufen. Aber ich weiß nicht, ob er laufen kann, ob er dann zaubern kann, ne? Ist ja wie Beschuss. Das hatte ich nämlich schon mal das Thema. Das ist eine verdammt gute Frage. Ne? Ob der Magier laufen darf und schießen darf. Oder zaubern darf. Ja, das ist eine verdammt gute Frage. Das könnte man gleich mal nachgucken. Guck mal erstmal bei Nekromante, ob der untot ist. Nee, also, ist er nicht. Nee, genau. Der ist ja lebendig. Guck, da habe ich ja gar nicht mehr drauf geachtet. Guck mal, wa? Da habe ich ja gar nicht drauf geachtet. Dann werden wir das gleich mal kurz einmal... Oh, ob das kurz... Ich kann auch eben auf Pause machen. Ja, pausieren Sie mal. So, das kluge Regelbuch sagt, at the double plus Hokus Pokus gibt's nicht. Also ganz normal gehen und zaubern, ja. Aber so, nö. Ist aber auch egal, du bist ja in Reichweite zu deinen Truppen, falls du das überhaupt brauchst, ne? Falls ich das überhaupt brauche. Und zu denen aber nicht. Zu denen aber nicht. Ja, deswegen ist das vielleicht ein bisschen dumm gewesen, aber egal. Kannst du aber nochmal zurückgehen, wenn du möchtest. Echt? Ja. Das wäre nett. Heute bin ich mal nicht so. Oh, das war nett. Dann habe ich aber auch genug geschleimt, oder? Okay. Okay. Dann geht der nämlich zurück und bleibt dann hier bei den Jungs. Genau. Und betreut die so ein bisschen seelisch. Deinen Beamten. Genau, meine Beamtenmumien. So, die Beamtenmumien. So, stopp. Achso, ja, genau. Oh, ich guck diesmal hinterher. Beamtenmumien Dezernat 2 marschieren vorwärts zum geilen roten Würfel, welchen den Zentralmarker darstellen tut. So, jetzt geht's ans Eingefleischte. Ja. So, jetzt wird's gemütlich da, ne? Jetzt wird's gemütlich. Wir chargen. So, wie sollen wir das denn jetzt hier bauen? Jetzt müssen wir das mal einbauen. So. Plüpp. So, der muss dann hier, ja, so weit wie geht. Und die andere Truppe will auch bestimmt auch noch die mitmachen. Die andere auch. Die ferkelt sich da dran. Jetzt müssen wir die nur markieren, weil die durch die Hecke hier marschiert, dass die Hindercharge hat. So. Einmal dran geferkelt. So, die bleiben natürlich stationär. Unsere Mümskes, die marschieren weiter nach vorn. Ja, die schließen sich dem einfach mal an. Immer weiter hier. Bis sie da ankommen, ist das Spiel sowieso vorbei. Also das ist natürlich jetzt auch richtig bescheuert, die Kacke hier. Das geht mir schon ein bisschen auf den Sack. So ein bisschen. Egal. Wir machen was ganz anderes. Turn. Und in ihrer unglaublichen Geschwindigkeit heizen die dann da. Plüpp. 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 Was machen die jetzt da für ein Manöver? Das ist die inversierte Geflügelzange. Ach so. So. Das sieht aus wie ein großer Marsch. Ja. So. Das war nicht gut. Arbeit getan, ab nach Hause. Ja, genau so. Brrr. So, dann fangen wir mal an mit der Scheißerei. Alles. So, ich komme mal mit rüber. Marschiert, ne? Aber sind die, die hier noch nicht? Die haben sich noch nicht bewegt. Pass doch mal auf, Mann. Ich bin auch manchmal etwas. Aber ich weiß noch nicht, was hier passiert, deswegen. Ja, was soll denn da passieren? Wir gehen einfach mal. Zwei Horden gegen eine Horde. So. Also da muss man kein Mathe-Genie sein. Naja, aber wie sich das Ganze dann weiterentwickelt. Egal. So, wir machen hier erstmal wieder den Spellcaster auf die Mädels hier.
mit seinen unglaublichen 6 diesmal wieder noch besser werden und macht jetzt 6. Zack. Oder auch nicht, naja, auch die nicht. Hälfte davon. Das heißt, wir haben wieder unsere Standard 3 cm. Mhm. So. So, das war die Nummer. Ja, dann kommt der Beschiss. Oh, ich habe nicht gecharged mit denen. Nein! Oh, Herr Fred! Nein! Oh, ja, das war jetzt natürlich saudumm. Was soll ich jetzt da so sagen? Ja, wo wolltest du denn reinchargen? Dann gebe ich. Ja. Ja, das war blöd. Eigene Blödheit. Dann ist das so. Fertig. Doof bleibt doof, da helfen keine Pillen. Das könnte jetzt relativ. Und keine kalten Umschläge. Relativ schlachtentscheidend gewesen sein. Das war dumm. Ich habe dir jetzt schon zweimal Sachen gestattet, okay? Ja, ja, alles gut. Ja. Alles gut, das war eigene Blödheit. Ja, so kann es gehen. Mhm. Immer schön aufpassen. Ja, dann müssen wir jetzt mal schießen. Vielleicht taucht das ja was. Ja, ich denke auch. Auf das, jo. Ja, einer. W3 plus 1, 4. 4. Und auf die 2. Ja. Dann 3. 7. Ich glaube, dann sind die jetzt Matsche. Haben aber auch genau gar nichts gemacht, außer durch die Gegend gewandert. So, die sind außerhalb von der Reichweite. Mhm. Ja, das ist nicht die Achtung, ich komme mit. Aber ist ja nicht viel mit Beschuss, außer deine beiden Katapulte, ne? Mhm. Ja gut, die sehen wir die mittlerweile wieder. Nö, die sehen wir immer noch nicht. Mhm. Dann müssen die es halt hier richten. Ja. Ja, aua, ey. Oh. Gott, das sind 5 plus 2 sind 7, ne? Ja, 7 auf die 2 plus. Boing. Da haben wir dann 5. 5, genau. So, wenigstens etwas. Doch. So, jetzt er dürfte ja theoretisch auf den Wall höher, ne? Ach, der hat ja sowieso indirekt. Ah, ne, der wird das dann sehen können. Ja, und die Reiter geht auch. Die Reiter? Oh, da hast du ja so Schiss vor. Ach ja, die Reiter. Ja, das hat mich gerade alles so ein bisschen. Verdammte Scheiße, ich Idiot. Das war jetzt blöd mit dem nicht chargen. Egal. Was hat denn der Riese so an Werten? Ein riesiger. Ja, das habe ich schon fast gedacht. So, was hat er denn? Bewegung 7, Treffen 4, Defensiv 5, Höhe 6, achso, H. US, was heißt US? Unit Strength. Ach so. Das ist nachher bei der Punkteabrechnung. Ach so, okay. Nein, nur nachher. Und Attacken D, also W6 plus 8. W6 plus 8. So sieht es nämlich aus. Ja, dann schieß ich auf den Riesen, bitte. Aha, so. Das ist ja viel Gelaber dafür, dass ich jetzt sowieso nicht über die gute 5 komme. Siehst du? Das ist manchmal ganz schön traurig hier. Ja, gut. Jetzt kommt es aber ans Wichtige hier. Jetzt kommt es an der Moral. Richtig. Dann fangen wir jetzt mit da hinten an. Ja, einmal hier vorne. So. Da bitte schön. Ja, das ist doch nett. Da sind wir bei 10. Jawohl, da passiert nichts. Die haben wir 12, 14. Da passiert ja nichts. So, dann haben wir. Heuschnupfen, das haben wir Mahlzeit. Nämlich. Mahlzeit. So, wer hat denn noch Rotz gekriegt? Hier die. Die haben gekriegt, genau. Jo, das sieht ja auch gut aus. Guck mal, er kennt es auch anders. Jetzt ist Mist. So, dann war es das mit Beschuss, ne? Ja. Jetzt kommt der Nahkampf. So ein Grützkopf. Scheiße. Ja. Ich gehe mal ein bisschen näher dran, weil jetzt kommt eine Würfelorgie, ne? Ich könnte mich so ein bisschen aufregen über mich gerade, aber egal. Ja. So, jetzt, okay. Ja. Fangen wir mit denen an, die hier den Behinderten-Charge haben. Genau. Das sind beides normal, das heißt, hier holen 25 Attacken raus. 25 nur? Ich hätte gesagt 30. Okay. Die Speere hauen 30 raus. Ah, okay. Und auf die 5 und dann auf die 6, ne? Prinzipiell, wo sind wir denn hier? Normal, genau. Melee 5 und erschwert auf die 6. Bin ich blind? Achso, da, ja, genau, recht, genau. Du hast. Ja. Also 25 auf die 6, herzlichen Glückwunsch. Ja, jetzt geht's los hier. So, wir merken uns 2. Was ist das ja wieder? Hat er wieder hingemorgelt. Wir merken uns 4 und dann haben wir nochmal 5 Würfels. Mhm. Nö. 4 Stück. 4. Jawohl, ich sag dir meine Defensive von meinen. Das sind jetzt meine
Meine Nasenbären da Sharpsticks, das sind defensive 4 haben die. Defensive 4, ja. Ich habe auch nichts, was ich noch irgendwie bieten könnte. Genau, dann auf die 4. Oh, das sind 3. Das sind wir schon bei 11, ne? Mhm. Da geht es ja schon ans Eingemachte. So, und dann der andere Trupp darf auch noch. So, dann die anderen, die sind aber nicht behindert. Gehe ich nicht von aus. Die dürfen dann auf die wunderbare Fick die Henne. Oh, ey, was ist das denn? Ey? 5 Einsen, das ist doch wohl nicht wahr. Oh. Einer, ne? Oder was? Einer. Ja, ein. Ich merke mir eins. Eins. Ich muss mir gut ein bisschen sammeln. 6 sind es. Insgesamt sind es 6. Sind wir bei 6 und dann nochmal 5. Das ist so ein Schriftwurf. 6. 7, 8. So. So, achte auf die 4. 4, sagst du. Ja, das kann er wieder, ne? Das kann er wieder. Da sind ja nochmal 6, ne? Ja. 6, dann haben wir schon 17. Oh je. Da kannst du auch gleich sofort Moral würfeln für die, ne? Jo. Wie viel haben denn die so im Spiel? Oh, sehr viel. Das ist sehr schön. Nee, würfel mal. Am besten 2 Einsen. Nee, die anderen 2 Einsen, bitte. So, dann sind die wohl kaputt. Die haben nämlich 1921. Läuft. Gut, ich brauchte nämlich auch wieder Marker hier, ne? Ja. So, So, was möchtest du machen mit deinen? Den nächsten Angriff kannst du nicht machen. Achso, ist ja kein Individuum gewesen, ne? Wie? Nein, du darfst jetzt nicht in den nächsten Nahkampf reinrauschen. Du musst jetzt entscheiden, drehen, nee, rückwärts, vorwärts. Das ist nur bei Individuen, dass man da irgendwie da nochmal als Individuum da durchstarten kann und dann also quasi nochmal einen töten. Ja? Erzählst du mir über eine Neuigkeit. Hokus pokus. Ja, jetzt stehe ich hier so rum, ne? Mhm. Stehst du eigentlich ganz gut. Ja, boah, ich bin überwältigt von den Massen, die da rumeiern. Die Bogenschützen, die würden mir bestimmt in die Flanke flankinieren. Andernteils, wenn ich mich jetzt drehe, dann flankiniert mich der Riese in der Riese. Mhm. Riesig. Ja, ist ja riesig. Ja, nö, dann kriegen sie einen Haltbefehl. Fertig. Halt. Und der hier, der kann sich minimal so ein bisschen so ausrichten. Mhm. Okay. So, ja. Das war die Nummer, ne? Okay. Mehr habe ich gar nicht zu bieten. Nee, mehr war nicht. Nee, mehr. Den habe ich ja verpennt. Ja, das reicht mir eigentlich auch. Scheiß die Wand an. Dann? Ja, dann. Übergebe ich. Ja, ich mich auch. Ja, so ist das. Mhm. Deswegen, Kinders, immer alle Positionen nochmal abgucken und abgrasen auf dem Schlachtfeld, bevor er irgendwie was Neues macht. Jetzt ist die große Frage. Gehe ich überhaupt in den Nahkampf rein oder schieße ich dich einfach zu Klump? Die da wären ein Schuss, 2 und der ganze Trupp kann da reinballern. Ich hatte befürchtet, dass du auf den Trichter kommst, ja? Naja, oder ich gehe sofort voll aufs Ganze und mache mit dir hier kurzen Prozess mit 30 Attacken von meiner Legion. Da habe ich überhaupt keine Angst vor. Ja, aber ich habe ja dann, dadurch, dass ich hier durchstarten muss, habe ich dann auf jeden Fall treffe ich auf die 6. Mhm. Und da ich auch so ein Würfelkönig bin, wie du einer bist, könnte das eine lange Nummer werden. Aber so wird's gemacht. Ei wei. Aber erst die 1 würfeln. Fuck. Was? Ich sagte, oh. Also ich komme ja dran, ne? Ich gucke ja. Ja, ja. Ne? Komme dran. Und dann wird dran gefahren. Genau. So, aber meine Bogenschützen haben auch ein bisschen Bock zu kloppen. Ja, ja. Aber ich würfel für die erst, bevor ich jetzt hier alles umbaue. Meine Bogenschützen, die wollen sogar auch. Oh, kann ich die auch schon begraben hier. Und die sind doch schon tot. Ja, aber die haben doch ihr Grab dabei. So. Zack, die gehen auch mit dabei. Guten Tag. Oh, ja. So. Mir schwart Übles. Die auf die 6, die auf die 5, ne? Die hatten ja nichts. Ja. Wo sie durchstarten mussten. Gar nichts. So, was machen wir denn jetzt hier mit dem Durchbruch? Irgendwie wendet sich das Blatt gerade zu meinen Ungunsten. Ich weiß es noch nicht so richtig. Ich weiß nicht, was hier passieren wird. Es wird das passieren. Scheiße, ich hab's befürchtet, ja. Dass der Bursche ein bisschen Bock hat. Und es wird passieren, dass die... So, jetzt müssen wir mal kurz gucken hier. Du kannst ja jetzt auch abstarten, ne? Dass ich mich wende.
Hilfe. So, jetzt gucken wir mal die Reichweite. Kein Bock, dass du mir da rein startest. Nein, kannst du nicht rein starten. Miep. Dann gehen wir mit dem 12 Zoll zurück. Man kann ja nicht mehr zaubern, ne? 5 zurück, dann sind wir bei. Ne, dann kannst du sogar mit dem Nahkampf. So. Und da die Bedrohung ja da. Oh, Hilfe! Auch nicht schlecht ist, gehen die auch mal zurück. Haben die sich zu viel gedreht, ne? 90 dann so, ne? Ja, die dürfen nämlich nur 90 drehen, so. So, ne? Mhm. Es sei denn, die nimmeln durch die Gegend, aber das glaube ich nicht. Nee, das glaube ich als Legion nicht. So. Mhm. Ja, das ist einfach jetzt so, ne? Was mache ich denn mit diesen hier? Rückzug. Nee, die machen sich einen Spaß und schießen den Riesen die Pfeile in den Arsch, weil der gerade so steht. Was das können. So, war's, ne? Jupp, jetzt denke. Keine. Ja, damit habe ich gleich ganz wenig, die schießen können. Das ist echt doof. Ja, meine Einheiten dezimieren sich auch gerade irgendwie sehr. Gut, okay, das war die Bewegungsphase. Jetzt kommt die Schussphase. Ja, der ist, glaube ich, jetzt mehr als gegangen. Der ist gerannt sogar, dann darf der nicht zaubern. Das haben wir gelernt. Die habe ich gar nichts mitgemacht, ne? Nee. Aber ich darf ja noch. Ich bin ja noch in der Bewegungsphase. Ich habe noch nirgendwo geschossen oder so. Ja. Aber was ich jetzt hier mache, ist eigentlich auch alles Mumpitz. Weil ich komme sowieso nirgendwo mehr hin, weil die werden jetzt sowieso geschossen, zerschossen. Was ist denn? Wo könnte ich denn noch drauf schießen mit 24? Oh! Ich könnte sogar, wenn ich 5 nach vorne gehe, auf die schießen. Oh. Ja, auf die 6 und auf die 7. Nee, das passt nicht. Guck mal da. Nee, passt doch nicht. Okay. Das sind ja so ein paar. Nee, die sind jetzt gleich Kraut. Die sind Sauerkraut. Ja. So, dann esse ich, dann schieße ich hiermit. Ja. Oh, passt sogar. Auf diese Truppe da. Mhm. Na, auf die linke von mir. Zweimal auf die 4, 5, 6. Schaue und staune. Ja. Mhm. Zwei Schuss auf die 2. Ah, 2. Da schmeißt er die Würfel durch die Gegend. Guck mal, 5 und 6 gewürfelt. Oh, wei. Dann kriegen die 2. Ja. So, mein Katapult. Das hat sie gesagt, die linken, ne? Ja, von dir genau. Ausgesehen. Soll der aus dem Necromanta mal Matsche machen? Oder aus dem Mumien? Nicht die Beamten. Die Beamten sind es. Die haben ihre Rente noch nicht voll. So, die kriegen jetzt erstmal eine auf die Mütze. Oha. Auf die 5 und 6. Jo, einer. Was ist denn mit deinen Würfeln heute? So, das sind 3 Treffer. Wie soll ich denn so überhaupt kalkulieren, wenn du gescheit würfelst? du hast 5, ich habe minus 3. 5 minus 3 sind? Pff, viel 2. Zu wenig. 2. Zack. Zack. Kleine Straße. Ja. 3 Tück. Aber die haben ja Regeneration und. Ja, das muss aber erstmal würfeln, ne? Womit wir beim Thema sind. Ja, hier habe ich, glaube ich, wieder ein bisschen gepennt. Die hätte ich ja auch ausrichten können, deswegen könnt ihr ja nicht drauf schießen. Egal. Beim nächsten Mal. So, wo haben wir noch Fernkämpfe? Der kann nicht schießen, da steht alles im Weg. Der kann nicht schießen, weil er gelaufen ist. Die haben sich umgedreht und schießen hier drauf. Auf die Truppe. Mhm. Na? Sind aber bewegt. Also auf die 6. Auf die 6, genau. Muss ich mal wieder meine Würfel zählen. Jawohl, hab ich. Auf die 6. Huch. Das ist ein ganzer Würfelmassaker. Keiner. Nix. Und die schießen auf deine Beamten. Auf die 5. Oh. Das ist ja mal ein schöner Wurf, ne? Guck mal hier. Ja, schön, 8 liegt Stück. Immer sehr im Auge des Betrachters. Aber nur auf die 5. Jetzt kommt wieder, ne? Der wichtige Wurf und den wird wieder. Nö. Da ist doch eine. Ich sehe schon 3 Stück. Ja, guck. Guck mal an. 3 Verwundungen. 3 auf die Beamten. Nee, also wenn du gut würfelst, dann macht das aber nicht so viel Freude. Dann passiert ja richtig was bei mir, so ein Scheiß. So, jetzt müssen wir Moralwert würfeln, ne? Ja. Hier bitte einmal. Einmal vorne für die Bogenschützen. Bogenschützen. Nee. 6 plus 2 sind 8. Ja, da passiert nicht viel. Ja. Für die Beamten, da muss ich aber mal eben gucken, was sie. Ja, guck mal, da sind 8 plus 3 sind 11. Das ist nämlich nur ein Trupp. 14 haben die. Oh, doch so hoch. Ja. Das ist aber nicht so fein. So, wer hat denn noch was gekriegt? Die haben was gekriegt, ne? Ja. Oder haben die. Nee, die haben noch gar nichts gekriegt von denen. Von denen? Nichts. Die.
Nee, haben sie nicht. Nö. Haben sie nicht. Wie aber? Ich habe vergessen, mit Würfel zu markieren. Man sollte es wirklich tun. Man sollte es wirklich tun. Da passiert auch nichts. Deine Beamten, die warten noch auf die Rente. Die werden die Rente auch wahrscheinlich bekommen. Ja, das wird sich dann mal zeigen. So, dann war es das mit dem Fernkampf. Ja. Jetzt gehen wir hier an das Gemüse. Jetzt geht's ab in Nahkampf. Jawohl. So, da haben wir die Legion. Die Legion hat 30 Attacken. Treffen normalerweise auf die 5. Aber da die eingeschränkten Behinderten durch, Angriff haben, durch die Hecke, treffe ich auf die 6. Also 30 mal auf die 6. Uah. Eins. Eins. Und das überhaupt so viel Würfel? Ja. Eins. Zwei. Drei, vier. Vier, das war's. Ja. Vier auf die 4, ne? Ja. So. Oh. Drei aber dafür. Ich werd bescheuert. So, und meine Bogenschützen. So, mit 13. Die haben auch 10 Attacken, ob sie schießen oder ob sie Nahkampf haben. Und treffen auch. Oh! Treffen auch nur auf die 6. Die war doch so. Das ist aber schade. Also 10 Wurf auf die 6. Möp. Nix. Ja. Schön. Schön. Ja, jetzt kommt der wichtige Wurf. 13 plus. Nee. 18. Das reicht. 22, nicht. Ne? Ja. Ja. Dann müssen die so ein bisschen länger rumprügeln. Richtig. Und dank neuer Edition bleiben wir jetzt auch angekuschelt da stehen, bis einer entschließt, sich da raus zu entfernen. Dann kuscheln wir noch ein bisschen. Aber gerne doch. So. Mein Riese. Wie viele Attacken hat der? W6 plus 8. Sind wir bei 12 Attacken. Das finde ich jetzt mal nicht so schön. Treffe dich auf die 4, aber ich bin im Busch. Ja. Auf die 5. Ab durch die Ecke. 5. Ich bin im, sowas im Busch. 1, 2, 3, 4. 4 Stück, da bleibt's. So. Da bleibt's. Jetzt will ich gar nicht wissen, was da passiert. Ja, auf die 2, weil die hat nämlich Übersetzung von Crushing Strength. Wie heißt das? Zerschmetternde Stärke oder so? Ja, ich meine. So. Plus auf die 2. Oh! Naja, 50%, ne? Ja, aber wie, ne? Ja, aber auf die 2. Ja, gut, 2 Stück. Dann sind wir nämlich schon bei 12. Ach, was nehme ich denn den Marker? Ich brauche nur. Und dann würfel ich jetzt auf deinen Moralwert. Jetzt bitte vernünftig. Warten Sie, junges Fräulein. Ich drehe am Rad. Ja, bitte. Die werden das noch überstehen, ey. Ich sag's dir. So, jetzt was Schönes, Kleines, wenn ich bitten darf. Oh, da war die 6. Hujasa. Dann sind wir bei 19, ne? 19. Oh, schafft, geht auch nicht. Ja, dann stehen die ja wohl noch, ne? Die stehen da noch weiter rum, ja. Ja. Das dann, haben die so gedacht. Dann war's das, ne? Mir fällt nichts Döveres ein. Nichts Döveres fällt ein, ja. Ja, guck, also das, ja, ja, was soll ich dazu sagen? Schauen wir mal eben, die rennen hier dumm rum, sind aber angeschossen, darf ich gleich nicht die Regeneration vergessen. Mhm. Ja, hier haut's rum. Und hier knubbelt sich's. Mhm. Ja. Tja. Alle, die jetzt einen Punkt Schaden im Nahkampf gekriegt haben, die sind automatisch disordered. Was heißt, dass die keine Fernkampfattacken machen dürfen, interessiert mich aber irgendwie gerade überhaupt nicht Brause hier, weil ne, die können eh keine Fernkämpfe machen. Deswegen werde ich die auch nicht markieren oder ähnliches. Und wir gehen da einfach mal nahtlos zu Runde 7 über. So, also langsam. Ja, ne? Muss jetzt hier was passieren. Ja, aber so langsam sterben viel zu viele bei mir. So, wir gehen rüber in Runde 7. So, weiter geht das. Runde 7 und tatsächlich habe ich an meine Regeneration gedacht, ganz selbstständig. Die Beamten hier würfeln 3 Würfel auf die 5 plus, gibt es jeweils einen Schaden weniger. Oder ein Lebenspunkt. Ein Unlebenspunkt, das ist doch untot. Ein Unlebenspunkt, genau, auf die 5 plus. Mhm. Hokus pokus. Nichts passiert. Leck mich am Arsch. So, die Beamten da hinten, die haben auch 3 Schadenspunkte, brauchen wir die Kamera nicht umzustellen. Hokus pokus, wieder nix. Ah, toll, so eine Regeneration, ich bin total begeistert. So, ja, geil. Okay, Bewegungsphase. Dann zeig mal. Katapult bleibt stehen. Die Bengels, die gehen nach vorne. Mhm. Auch wenn dann hier, ne, Scheißen irgendwie scheiße ist. Schießen dann irgendwie scheiße ist, aber egal. Alle Mann hier, zack, zack, zack.
Ich bewege die mal alle zusammen. Also die rechten hier und zwei Schaden sind ja, die müssen ja 1 Zentimeter auseinander. 1 Zentimeter. Schwupp. Alle Mann. Die Deutschen. So, das haben wir. Da bleibe ich im Charge gebunden. Die hier. Machen die auch auf die Socken? Die Socken. Was machen die denn jetzt? Die Socken hier in die Richtung. Achso. Die wollen die Marke haben. Aha. Aha. So. Er sockt in die Richtung. Dann brauche ich, glaube ich, nicht zu messen, die paar Dinger hier. So, das nehmt ihr mit. So. Das. Das. So, ich schnur mit rüber. Genau, schnurren sie mal rüber. Die bewegen sich hier rüber. Tag. Das Kackapult. Ach, was, ja. Was hat er vor? Was hat es vor? Was will es tun? Guck das mal, wie dafür hingelegt, ne? Passt echt überhaupt nicht. Gar nicht, ja nicht. Aber das ist mir eigentlich auch Bronze. Unterstehe ich. Das passt. So, jetzt muss ich nur mal überlegen. Das kann dauern. Oh yeah. Tatsächlich nur aus. Mhm. Nee, dann kommen die anderen mir eine Flanke, das mag ich nicht. Die Mominskis. Das ist aber Massenkuscheln angesagt, ne? Ja. Die drehen sich und latschen dann etwas vor. Plüpp. Ich habe nämlich irgendwie so den Verdacht, dass die gleich fallen werden. Die bleiben engaged. Die rennen heldenhaft nach vorne. Betonung nicht auf Rennen. Die Pieksemänner kommen hinterher. So, so, und die anderen, was machen die jetzt da? Die packen sich am Popo. Da ist aber nicht viel dran. Sehr knochig, wie ich meine. Ja, die stehen auf so eher schlankere. Ach so. Das ist so ein kleiner Fetisch von denen. Klappert dann abends immer ein bisschen im Bett. Wie gut du Bescheid weißt. Hörst du denn immer zu, oder wie? Ja, bleibt mich aus. Bei den vielen Leuten, die bei mir im Püppchenzimmer wohnen, da ist immer ordentlich was los. So. Dann hörst du dann immer abends in deine Wurstdose rein, wie es dann klappert, oder wie? Ja, ich stell dir vor, du packst verschiedene Fraktionen in eine Wurstdose, was dann abgeht. Der so. Freter transportiert nämlich seine kleinen 10mm Figürchen in der Wurstdose. Ja, und da bin ich bin immer noch absoluter Fan davon. So, jetzt versucht er... Und dann im Kühlschrank, ne? Mit irgendwelchen Sachen zu verwirren, damit ich wieder irgendwas vergesse hier. So, das ist klar. Die sind gegangen, korrekt? Ja. Die sind gegangen, der muss gleich schießen, seinen Hokuspokus. Die kommen dahin, die bleiben im Charge. Das ist gelaufen, das Beamtenpack. Der bleibt stehen. Weiß aber nicht, was er tut. Ach doch, genau, der schießt auf die dahinten. Der schießt irgendwo hin. Die sind gegangen, die sind gegangen, die. So, diesmal sollte ich nichts vergessen haben. Chargen können diese nicht, weil 45 auf 0. Die könnten den... Oh, das ist aber dann tödlich für die, wenn die chargen. Nee, die bleiben da mal lieber stehen. Sonst gibt es nämlich gleich irgendwie... in die Flanke ein. So, ja. Komm doch. Nö. Komm mal. Nö. Ich hätte da was, was in den Rücken reingeht und ich habe auch was in die Seite reingeht. So. So. Mr. Super Spellcaster, obwohl das jetzt diesmal nicht ganz so wichtig ist. Oh, das ist... Ja, guck mal wieder. 4 Stück. 4 Zentimeter. 4 Zentimeter. Dann machen wir einfach ein wenig. So. Und dann jetzt wären wir aber ungenau hier. Moppern die nach vorne. Hallo? So. Alles klar. Das will ich sofort mal durchziehen. So, okay. Dann Beschiers. Dann zeig mal, was er kann. Ich hoffe, das wird ein bisschen besser als das letzte Mal. Sonst muss ich mich ein bisschen schämen. So, hier sind wir definitiv in Schussreichweite drin. Allerdings nur auf die 6. Alle Mann bewegt.
schießen die als erstes? Ja klar, sonst haben sie kein Ziel. Ja, ja. Erste rechte Truppe. Mhm, auf die 6. Auf die 6. Gucke mal da, 4 Stück. Du, aha. 4. Und dann Hokus Pokus auf die... Der 3 meine ich, aber warte. Wo ist denn hier? Defensiv 3, ja. Auf die 3 sind natürlich 2. 2 sind dabei, 2. Mhm. So, markiere. Ach, wo die anderen schießen auch drauf. Ja, weiß ich ja nicht. Aber das ist eh kein Ziel, dann kannst du auch übertreiben. Ja. So. Nixe? Ja, das ist nicht das meiste, ne? Nee, nix ist nicht viel. Katapulski. Aha. Auch da drauf. Oh, da ist einer wieder. Und ganze 3 und da geht die Post ab. Hokus Pokus. Auf die 12. Und jetzt kannst du würfeln sofort, weil die haben ja nur 12, 14, glaube ich. 2 Einsen brauchst du, damit sie stehen bleiben. Eigentlich würfelt man erst am Ende, ne? Ja, aber ja, okay. Ja, na, wir nehmen sie weg, Arschlecken. Ich habe jetzt keine Lust, einen Marker dahin zu legen, ja. Deswegen. So. Also für alle Regeljunkies, das war jetzt nicht, wie es im Regelbuch steht. Outlaw Tabletop. Oh, was Verbotenes getan. Gleich kommt die Inquisition. Ja. So. Okay, die trinken ihren Kaffee am Marker. Mhm. Na, ach, wir sind ja am Schießen, nicht am Nahkämpfen. Gut, ja. So, kannst du gerne machen. Die Tom. Auf die. Aber ich, bevor ich wieder lange rede, ich würfel erstmal. Oh ja, nur 2. Ach du, kriegst die Tür nicht auf. Und dann haben wir 3 und 1 sind nochmal 4 dabei. Plus 1. Plus 2, also 6. Ja, genau. Also quasi die. Ach so, Entschuldigung. Dann sind wir bei 6. Und das Ganze auf die, ich hoffe mal. 2 plus? Die haben doch bestimmt ein Piercing von 2, oder nicht? Ja, richtig. Und die haben Defensive von 4. Was soll denn da passieren? Ja, nö, ich guck nochmal sicherheitshalber, aber wir piercen das, soweit ich weiß. Ja. Dann mach mal. Ich pierce mal. Ich pierce alle. 6 alle. Stück bitte. 6er, guck. Das war aber nicht so nett. Das, doch. So, und die ganze Nummer machen wir jetzt nochmal mit dem Katapult. Aber nicht so gut wie gerade. Ja, dann wollen wir mal sehen. Ah, das ist ja mal gar nichts. Ja. Das ist. Also 5 plus ist für den Arsch. Das war's mit Fernkampf, ne? Deine Machen sind da auf dem großen Marsch? Ja, genau. Der ist auch ein Blödsinn hier. Ja. So, und dann sind wir in Nahkampf, fangen wir hier vorne an? Ja, Moraling müssen wir ja keinen mehr würfeln, ne? Das nö, den haben wir ja gerade schon, das war doch, haben wir alles richtig gemacht. Doch die. Was? Ach ja, stimmt. Mhm. Ich hoffe, du merkst es nicht. So, einer bist du also. Mach mal. Ja, mach mal auch. Ach, nichts passiert. Sieben. Die haben wir gut. Also als Vor, das finde ich schon geil. 19, 21. Bäh. Nö, da passiert ja mal so gar nichts. Aber die haben auch hier, ne? Nee, was haben die denn? Ach so, ja. Nee. Wo denn? Und warum? Weshalb? Hier steht überhaupt nichts drin hier mit diesem Gelb, aber die haben ja alle, ne? Ist doch die Armee. Ich glaube, das sind Armee-Special-Rule, ja. Ja, Witches. Ja, genau. Nee, da bleibe ich doch bei. So. So, dann ist Beschussmoral gegessen. Mhm. Dann machen wir mal Nahkampfski. Mhm. Dann geht's. Die Herrschaften. 25 Attacken. Ja. Auf die 5, ne? Ich gucke gerade, ich kuschel ja mit 2 in da gerade. Ja, ne? Kannst du aussuchen. Ich bin begeistert. Die Legion ist noch ganz frisch. Ja, die ist taufrisch. Ach du Scheiße, was haben denn die? Genug. 25, 36? 25, 27. Ja, die ist aber gar nicht so weit daneben. Ei. Nee, dann mag ich die Bogenschützen vielleicht erst töten. Mhm. Oh, die treffen auch nur auf die 6 im Nachgang. Oh, da fällt mir vor Schreck schon runter. Mhm. Ja, jetzt muss ich mir erstmal entscheiden. Okay, ja, es ist ja utopisch, ist das ja. Was wollt's denn damit machen? Ach, ich mach die Boden. Die Bodenschützen, ja. Die Bodenschützen. Ja, weg. Weg ist weg. So, ja. Das sind normale, also 25 Attacks auf die 5. 5. Aber können tut er, ne? Das sind 5. Ich merke mir 3. Oh, Moment. 5, 6, 7, 8, 9. Und dann nochmal 5 dabei. 9. 10, 11. 11 Stück. Na guck. 11 Stück auf die 3. Auf die 3. So, dann machen wir eine Handvoll plus 1. Mhm. Eine Handvoll plus 1. Ja, 9, ne? Sieht das richtig? 3 sagtest du, ne? Ja. Ja, da sind das 9. Ja, das ist dann aber auch ziemlich Matsche, ne?
Ja, da kannst du auch sofort, da darfst du jetzt wirklich sofort hier Dingers machen. Ja. Moralcheck machen. 2-1 bleiben sie stehen. Sonst sind sie wäsch. Danke. Guck. So, und jetzt darf ich mir, wie war der Live-Leach, wann macht man das? Jetzt sofort? Oder ja, genau. Du kannst hier zwei. Zwei haben die. Hast du denen so eine Ratte mitgegeben? Die haben alle Ratten am Start. Mhm. Wenn sie nichts haben, dann Ratten. Mhm. Ja, du kommst am Ende immer so in diese Punktebredouille, dass du irgendwie nichts Gescheites mehr kaufen kannst. Oh ja, das ist natürlich schrecklich, wenn man noch Punkte übrig hat. Ja, aber nur so wenig Punkte, dass es nicht mehr reicht für eine neue tolle Einheit. Für noch eine Horde. So, das war die Nummer. Mhm. So, jetzt geht's gegen den Riesen. Ne? Ja, der weiße Riese. Ja, gleiche Schose. Mhm. Auch die 5, ne? Mhm. Die haben ja eben gelernt, da ist nichts wegen... Genau, aus der Kräuterschacht, da ist nichts mit den Büsche. Wir merken uns 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mhm. Liege geblieben. 6 und nix. Mhm. Und dann nochmal 5 dabei. Mhm. Oh! Oh, der macht den Hund ein bisschen wieder raus. So, 6 und 3 sind 9. 9. So, und ich sag dir, was ich für ein Defensiv hab, das ist auf die 5. Das ist aber nett. Das liegt immer sehr im Auge des Betrachters. Oh, aber gut gewürfelt. 4, ja, das ist doch schon so schlecht, ja auch nicht. So, dann moralen wir gleich mal ein. Mhm, dann zeig ich mal, was du kannst. Ich kann mir dann auch den gleich mal hier wegknuspern, ne? Ja. Mal wegen Life Leech. Pass auf, jetzt würfel ich eine 12. 35 mit 2 Würfeln. Fast. Das war haarscharf am Chaos vorbei. Ja. Schön. Geht so. Ja, guck, das war schon, ne? Mhm. Mhm. Oh, oh, es rinnt wie Sand durch meine Finger. Ha, hast du es fertig? Ja, habe ich noch einen anderen Nahkampf, fragen wir so. Nö, ne? Nö, ich habe mir mein Live-Leach habe ich mir gemacht bei beiden. Das war's. Das war's. Ich übergebe. Oh Mann, es wird von Runde zu Runde beschissener. Bescheidener. Lehrer, sagen wir mal so. Beleidige mal nicht unsere Lehrkräfte. Ach so. So, jetzt wird's aber hier auch ein bisschen haarig, ne? Guck mal, beim nächsten Mal könntest du sogar in den Nahkampf kommen. Das will ich ja eigentlich tun, nichts vermeiden. Das wirst du wahrscheinlich auch tun. Mhm. Oh, weil die habe ich jetzt eigentlich gar nicht so auf dem Schirm. Na, was machen wir denn da? Hm. Reite ich jetzt mit meiner Kavallerie in deinen Klotz da rein oder nicht? Und die sind ja noch frisch, ne? Ne, die haben 2. Ja, die einen haben 10, die anderen haben 2. Ja, genau. Aber so viel Schaden kann ich nicht machen. Das gibt ein Hauen und Stechen und ich bin angeschlagen. Was ist denn mit meinen, guck mal. Mit dem Möbkes. Wir hatten noch eben festgestellt, dass das nicht passt mit 10, oder? Weil du ja von der Mitte aus misst. Und das passt ja nicht. Du misst ja von der Mitte aus. Ja. Und ich esse von meiner Mitte aus. Und dann komme ich an. Siehst du das? Tja. Das ist doch schon wieder glatter Beschiss. Betrug, ne? So, und jetzt drehe ich auch die Kamera so, dass ihr es auch seht. Ich war so schockiert in dem Moment. Tu mal den... Hier, ne? Du misst von der Mitte aus. Ja, ja. Möp. Leader Point. Leader, ne? Aber du siehst... Ja, doch, den tust du sie schon. Ja, sehen tue ich sie. Ne? Und da kommst du nicht an. Und mein Leader Point ist hier. Und ich sehe da, bist da dran. Aber wirklich nur auf 2 mm. Schäbig. So. Schäbig. So, jetzt kommt hier aber eine grüne Flut. Guten Tag. Ach, das ist auch nur eine Legion, ne? Mhm. Hast du auf die 1 gewürfelt? Nein, hab ich nicht. Oh, ich hasse es. Jetzt pass auf. Oh, verdammte Scheiße. Das wäre jetzt zu geil gewesen. Das wäre normal für mich gewesen. Das jetzt... So. Du hast heimlich geübt mit Würfeln. So, und der Club geht da rein. Glaube ich. Oder kümmert er sich um was anderes? Ach, das müsste der doch eigentlich hinkriegen, oder? Der Riese? Die haben ja schon 10 auf Ruhe. So. So, was macht denn der kleine Zaubermännchen hier? Bip. Bip. So, der bleibt mal hier. Na komm, dann... Was sie die ganze Zeit machen? Durch die Gegend eiern, ne? So, wo ist mein Zollomat? Ja. Und die reiten nach vorne. So, bis hierhin kommen sie. Also, die haben mir so viele Punkte gekostet und deswegen gehe ich damit so um. Ne? Das ist das Problem. Normalerweise hätte ich die einfach irgendwo reingejagt. So, was machen wir hier? Mein
So, die gehen. Huch, ich bin ganz nervös hier. Die gehen natürlich zurück. 2,5, ne? Die machen Drehung. Und die. Scheiße. Was machen wir mit dem Gerät hier? Mit das Gerät. Tja. Ja? Okay. So. Okay, okay, okay. Ja, hier. Die richten sich aus, ne? Klock. Gegeneinander. Zack. Der bleibt da stehen. Der. Was machen wir denn mit dem? Also wenn der sich bewegt hat, dann darf der sich auch nicht mehr schießen, ne? Hast du gesagt, ne? So habe ich das in Erinnerung. Was haben wir denn da? Ja, komm. Wir gehen da ein. So, dann haben wir's. Alles klar. Bewegung zu Ende, Schussphase. Ja, dann hauen wir einen raus. Ich würde jetzt gerne hier anfangen. Ich schieße wieder auf den Club. Ja. Auf die 5, auf die 4 meine ich. Einer trifft. Wieder. Nein, drei Treffer. Das kann aber diesmal. Drei Tote. Das Ding ist geil geworden, ne? Mit auf die 4 Treffen. Ja, das gefällt mir gar nicht. Außerdem holst du noch so viele Würfel bei den drei da raus im Moment. Das ist unschön. Das auf deine Beamten? Auf die 5? Nee, ich die Beamten. Schön. Nein, ich treffe nicht. Darf nicht. Nahkampf. Hat nichts zu ballern. Hat nichts. Die schießen beide auf die 6. Auf deine Beamten. Auf die Beamten. Ja. Auf die 6. Erstmal der eine Club. Alter, da aus, da sehe ich doch schon welche. Und auch bitte, ich möchte nur im Moralwert würfeln. Ja, ein Treffer. Ja. Dann haben die 4. Ja, die anderen Bogenschützen auch auf die 6. Da ist mal wieder nichts dabei. Trotzdem Moral liegen. Genau. Ich lege da mal einen Würfel drauf. Ja. So, fangen wir hier mit Moral an? Ja. Oh. Ja, nö. Nö, da passiert gar nichts. So, wer war denn noch unartig? Ja. Genau, die hier hinten. Da brauche ich eine 11 oder eine 12. Nee, so nicht. 6, 11, ich guck mal kurz, was die haben. Oder 12 oder sowas, ne? Das, oder 14. Falsche Seite. Regiment hat 15. Oh, gar nicht mal so schlecht. So, besser als meine Bogenschützen. Ja. Ja, so, jetzt gibt's Nahkampf, ne? Ja, aber mächtig. Jetzt gibt's was auf die Mütze. Und zwar gibt's jetzt meine normalen Kämpfe, meine Legion. Zip, zip, ist ja ein Countercharge. Also keine Beschränkung durchs Büschchen. Also auf die 5. Bringt uns ein schönes Gebüsch. 5. Ei, ei, ei. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8. 9, 10. 10. Also einmal den ganzen Club hier nochmal werfen. Mhm. Das hatten die 4, ne? Mhm. Jetzt kommt der wichtige Wurf. Oh, ich sehe schwarz für mir. So, das wären 6er. Autsch. 17, ne? Hast du dann? Oh, Herr Doktor. Jetzt müssen wir jetzt mal Daumen drücken. Jetzt sind wir nicht in 1 und eine 2. Also eine 2 und eine 2. Dann sind wir bei 21. Was haben die Lumpen? 22, ne? Ja, genau das. Ich gucke nochmal nach, aber es sind 22. Da steht auf dem Zettel drauf. Was soll ich denn dazu sagen? Schwein gehabt, sag ich dazu. Verdammte Scheiße. So, egal. Genau. So, jetzt die nächste Legion. Ja. Gegen den nächsten Club da. Das gleiche nochmal. Mhm. Auf die 5. Ui. Leg mir am Arsch, da muss ich näher dran gehen. Jetzt guck sie. Neune. Also das nächste Mal andere Würfel. Wer mitbringt die von letztem Mal, bitte? Mhm, guck mal da. So, 9. Boah, ist das abstoßend. 9. 10, 11. Huch. 12. Ja, dann hat es ganz schnell wieder erledigt, ne? Ja, das war, macht aber schon viel her, der Erste. Mhm. So, und dann wieder auf die 4. Mhm. Oh. So, sind wir der 8. Und noch zwei hinterher, ne? 9er kommen drauf. Also bei 11. 11. Und da muss ich jetzt eine 11 würfeln. So, ich mache den Moralwert dafür. Mhm. Oh, nee, das reicht. Also eine 1 gehört immer dazu, ne? Irgendwie. Oder eine 2. Also heute brauchst du dich nicht beschweren beim Würfel. Ja. Muss ich hier mal ganz ehrlich sagen.
So, jetzt kommt noch der Riese. Jo. Der kommt an und wie viele Attacken hat er? Viel zu viele. Oh, 10. Ja, nö, ist ja auch nichts für ein Modell. 4 auf die 4. Und dann kommt so ein Wurf. 2, 4 und dann auf die 2, ne? Ja, ganz bestimmt. 3 Stück. 3 Stück. Dann haben wir 13 wieder. Sind wir wieder bei 13. Als ob ich die ganze Zeit da drauf rumwürfeln. Jetzt kommt der Moral, jetzt kommt er wieder niedrig. 8 plus 13 sind wieder 21. Ja, geil. Ja, so sieht das wohl aus. Da könnte man auch ganz laut mal zu kotzen schreien, ne? So. So. Ja. Runde 7 zu Ende, oder? Runde 7 zu Ende. Dann denken wir mal nach, was wir hier noch zu machen haben. Genau, und drehen den Counter auf Runde 8. Und dann denken wir mal kräftig nach. Mhm. Runde 8 tatsächlich. Ich weiß gar nicht, was wir jetzt an totaler Videoaufnahmezeit schon haben, die ihr gerade geguckt habt oder vielleicht schon irgendwie mit dem Bier eingeschlafen seid, man weiß es nicht. Ja. Also ich finde es sehr spannend. Muss man hier ein Land zu brechen für uns. Ja, genau, wir halten es kaum noch aus, war spannend. Ja, echt, ich habe mich schon auf bisschen, Spannung hier. Bisschen eingenässt. Echt? Zum Glück sieht man das bei der Hose nicht so. So, also erstmal Regeneration. Deshalb habe ich die Würfel hingelegt, damit ich es nicht vergesse. Drei Schadenspunkte, drei Würfel auf die 5 plus. Da sind 2 Punkte wieder da. Die Beamten auf dem Vormarsch. Mhm. Die gleiche Nummer machen wir für die Beamten da hinten. Wie gesagt, da würfel ich jetzt aber auch wieder hier. Einer. Das heißt, die haben dann 2. Nee, oh, die haben wir schon wieder eingekriegt, dann die 3. Okay. Mhm. Dann besser als in einem Roland geschissen, ne? Für Lauren, yo. So. Sag mal, haben die hier 17? Die haben 17, ja. Ey, geht's noch? Wie, dann kriege ich ihn nicht weg, oder was? Nö, du hast ja eine 4 gewürfelt. Ja. Was soll ich dazu sagen? Also. So, die eindrehen. Die, wo ist mein Stängel? Da. Vorwärts. Wasch. Ja, falsches Zeitalter, aber gut. Mhm. So. Die auch drehen. Mhm. Ja, die machen jetzt die Marker natürlich, ne? Da habe ich überhaupt nichts. Ja. Marché. Hola, Madame. Die, ich wollte dir die beiden Marker auch irgendwie überlassen. Aber um spätestens den wollte ich kämpfen, aber. Na gut, dass sie gerade wieder ein paar Punkte wiederholt haben. Mhm. So, das war die Bewegung. Mhm. Ja, die Mädels, ja, die stehen ja eigentlich. Ja, die drehen sich eine Runde, dann stehen sie definitiv dran. Mhm. Die dürfen ja noch zuhacken, ey, mit ihren 17er Moralschaden da. Jo, was mache ich denn hier mit Captain Goldpenis? Hat der noch irgendeinen sinnvollen... Ach ja, der darf ja jetzt doublen. Dann, was hat denn der überhaupt? Necroman... SP5, also SP10. Hackengas. Zum Mars. So, der dahin. Mhm. Die bleiben logischerweise da stehen. Mhm. Ja, de Mumie. So viel Schaden überall. Ja. Da wird schwer, irgendwas noch beizupacken, wa? Das ist ja echt Bassenkuscheln da in der Ecke. Ja, die machen auch nichts dabei. Die latschen nur vor und drehen sich. Ach so, wenn die gleich sterben. So, das war die Nummer. Die bleiben im Charge. Mhm. So, meine Herrschaften. Ey, cool, dass die Kamera mitgenommen. Sehr gut. Ja, ich lerne dazu. Ein Fleißgärtchen fürs Kamerakind. Mhm. So. War das nicht bei 1, 2 oder 3? Ja, genau, sicher. Boah, die haben damals immer so geile Preise abgesahnt als Kind. Ich fand das so geil. Lego, Dis und Technik und lauter geilen Scheiß. Tja. Da wollte ich auch immer gerne mal hin. Nur deine Klasse war immer zu doof, ne, da hinzukommen. Ja, genau. Ich hatte nur Singen und Tanzen in der Schule. Ich konnte meinen Namen bis zur Hälfte klatschen. Ich hätte aber so einen langen Namen doof. Ne? Mhm. Schon schade. Ja, ja. Schwupp. Die alten Krücken von früher. Aber kannst du ja heutzutage nicht mehr angucken, ne? Viele Sachen, die man früher total geil fand.
Auch so Serien, so ein Colt für alle Fälle und so. Ja, A-Team, da kriegst du ja Augenaua. A-Team gucke ich mir immer noch an. Nee, das geht gar nicht mehr. 197.000 Schuss und keiner trifft. Ja. Nee, was gar nicht geht aus meiner Kindheit, ist Saber Rider. Das finde ich irgendwie relativ uncool. Das fand ich früher total geil. Ja, okay. Aber was ich schon ewig nicht mehr gesehen habe, ist ein Duke kommt selten allein. Kennst du das noch? Nee, nicht so richtig. Das sind die roten mit den Dinger da. Ja, ja, genau. Ich habe die Theorie, dass das daran liegt, dass das irgendwie Südstaaten-Gedönse war. Und dass die Karre, die hat ja eine dicke Südstaaten-Flagge oben drauf und die hieß auch noch General Lee, dass das vielleicht heutzutage nicht mehr gezeigt werden darf. Weil alle alten Serien kommen wieder und die habe ich nie gesehen. Dass das vielleicht so Black Lives Matter und wo wir im Moment unterwegs sind, dass das vielleicht damit nicht vereinbar ist. Ja, kann gut sein. Das man ist weiß ein bisschen. Nicht. Ich glaube, die sind auch nur im Kreis gefahren die ganze Zeit. Da gab es keine 5 Minuten Handlung in der ganzen Serie, die sind immer nur rumgeheizt. Egal, Kai. So, genug gelabert. Ein Kumpel guckt sich Baywatch an oder ist schon fast durch. Boah, nee. Das ist hart, ne? Das verursacht hier eine Zersetzung, glaube ich. Und heutzutage, wo es Pornos im Internet gibt, da braucht man sich auch nicht mehr Pamela Anderson angucken. Nee, danke. Fump. So, egal. Ja, ach so, wir sind abgeschweift. Nein, gar nicht. Blödsinn. Was machen wir eigentlich hier? Ach so. Wo bin ich? So, ich glaube, ich habe alles bewegt, trotz Gelaber. Ne? Dann, so, die Reinkarnation haben wir gewürfelt. Mhm. Reinkarnation, okay. Ja. Die Mumien sind als Klopapier auferstanden. Boah, da hätte ich richtig Aschwind machen können jetzt in der Corona-Zeit. Beschiss. Ja, dann zeig ich mal, was er kann. Ja, so, jetzt geht's richtig, richtig ab. Der schießt auf das Katapult. Also auf das, auf die Speerschleuder. Befürchtet, aber und trifft er macht ja überhaupt gar nichts. Die Würfel legen wir schon mal gerade, die sind schlecht. So, dann komme ich mal mit rüber hier. Ne? Ja, kommen Sie mal ran, junges Fräulein. Das Katapult schießt auf das Katapult. Auf das, ja. Ja, Speerschleuder immer noch. Ja, immer noch, genau. Oh. Der macht sogar einen. Mhm. D-Dry plus 1 sind wir bei 4 Würfels. Mhm. Auf ich die 2. Auf die 2, genau. Dann haben wir 3. Dry, genau. Mhm. Das ist schon tut Aua. Vor allen Dingen gleich auch moraligen. Mhm, ich weiß. So, ich lege mal Würfel bei, damit wir das nicht vergessen. So, der hat geschossen, der Katapultige. Mhm. Der rotzt nochmal auf die Reiterei. Mhm. Ja, abwarten, was überhaupt passiert. Ja. Da einer liegt. Zwei, da sind zwei, drei, sind jetzt drei. Dry. Auf die 2. Auf die 2 sind dry. Da sind wir bei 9. Das ist nicht so schön. Aber der kriegt auch ein Würfelchen, das ist schon mal viel wert. Mhm. Das war's, ne? Das war's. Die machen hier ihre Bauernhof-Besichtigungstour. Guck. Was natürlich auch. Ach, diese Distanzen gepaart mit dieser unglaublichen Geschwindigkeit, ne? In dem Maßstab, das ist ganz schön gruselig manchmal. Da kannst du ganz viele Truppen auch immer nicht im Kampf. Die sind gar nicht im Kampf und kosten Punkte und bringen eigentlich gar nichts. Ne? Nee, die holen nur Suppe. Na, das ist ja die Geschichte der Taktik eben, ne? Ja, da muss ich glaube ich nochmal in die Bücher gucken. okay, alles klar. Dann sind wir auch schon beim Nahkampf gedrückt. Nö, wolltest du nicht Moral würfeln, du? Ach, guten Morgen. Morgen. So, Dry plus. Nee, da passt nichts. Passiert nichts. Die sind ja schon nicht gut, aber so schlecht sind sie dann auch ja nicht. 6 plus 3. Bleiben sie stehen? Ja, bestimmt. Das ist schön. So, jetzt möchten wir gerne Nahkampfen, bitte. Ja, na kampf mal. Ich kämpfe. Hier wieder? Ja. 25 Attacken auf die 5. Genau. Gegen eine Legion, ja, das gibt was. Nee, 2. 1, 2. Autsch. Jetzt hier so langsam Mürbe. Ja, das ist hier schon rausgerutscht aus dem Ding. Oh, guck mal. So, immer 4. Oh Mann, ey. Und jetzt aber nur noch 5. Komm, jetzt hier, der letzte reißt raus. Wo denn? Ja, wo denn? Sage und schreibe 4 auf die 4, ne? 4 oder 3? 4. Mal 3 Stück. So, da die noch ganz frisch sind. Ja, ich schimmel mir da mal ein. Ich live-leadsche mir mal ein. Mhm. So, dann kannst du mal Moral würfeln. Die hatten 17, ne? Mhm. Jetzt 15. Ich moralige mir ein. Hier, ich nehme nur die Würfel, die einzeln würfeln. Pass auf. Oh, fuck, Mann! Ha, aber! Mein Chef steht dahinter und du befehlst hier, du darfst nochmal würfeln. Das war, ich war jetzt ganz falsch zurück. Ich dachte, das war jetzt für mein. Das war richtig gut gewesen. Ja, das wäre ich war jetzt falsch rum gedacht. Oh.
Scheiße. Ja, sonst hätten die... Boah, ich hab grad auch schon gedacht. Oh nein. Und ich war gerade ganz falsch rum irgendwie. Weil da hätte ich mich nicht zurückangreifen können. Weil in anderen Spielen würfelt man ja immer für seine eigene Moral, nicht für die Gegner. Das ist, deswegen war ich gerade irgendwie... Oh, ich denke, jetzt ist es doppelt scheiße, wo ich es kapiert habe. Oh Mann. Aber zum Glück stand ja mein Typ dahinter, ne? Boah, dieser blöde, kleine, dämliche... ja, geiler Scheiß. Das besiegelt, glaube ich, deren Schicksal in der nächsten Runde. Okay, ja, nicht lange rumgeheult, sondern die nächsten verkackt hier. Wo haben wir denn da? Wir machen wieder 25. Auf die 5. Ist auch geil, dass die 30 machen hier hinten rumpimmeln und nicht. Den da wieder mal. So, wir merken uns 1, 2. Wow. Ich glaube, ich sollte die Würfel mal wechseln. 2. Oh, das haben sie gehört. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und nochmal 5. 19, 11. Oh. Auf die 4. Auf die 4, Hiduin. 1, 2, 3. 3 und dann noch einen hinterher. 4. Guck. Ich bin mächtig beeindruckt. So, da kannst du nochmal die Doppel-6 würfeln. Außerdem darf ich hier... ach jo, das ist ja echt, das ist eine gute Sache, ne? Ja, so ein bisschen schon. So, jetzt die Doppel-6. Nee, nicht ganz, das ist nur eine einfache 7. Da passiert wohl eher weniger was. Aber mein Typ stand ja auch dahinter, ne? Ach, der. Ich habe ja 2 von den Typen. Schon clever, ne? Mhm. Also man sollte echt sowas mitnehmen. In solchen Situationen Gold wert. So, jetzt die Jungs wieder. Auf die 5. 3. Echt nur 3? Ich guck schon 2 mit Ohren, ja. Die Würfel sind auch ein bisschen doof. 3. 5. 6. 7. 6. 6. 6. Und dann dürfen wir nochmal 5. Genau. Sind 8. So, und die 8 dann auf die 5. Die 8 dann auf die 5. Warum denn bloß immer nur auf die 5? Ja, weil die keine schweren Waffen dabei haben. Und das sind ganze 3. 3, oh. Das ist aber auch nicht so lustig. Dann kannst du da auch mal machen. Ich darf nur 2 wegnehmen. So, zack, dann haben wir 11. Dann haben wir hier 7 schon drauf. Wer? 8 plus 7 sind? Viel zu wenig. 15, ne? Mhm. Nee, da hast du gar nichts. Siehst du? Ich hab's gut kommen sehen. Nee, nicht gut, scheiße. Ja, dann bin ich dran, oder? Ich befürchte. Dann übergebe ich mal wieder die Kamera. Jo. So, guck mal da. Huch. Bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen, bleib kämpfen weiter. So, der Club hier will doch endlich mal zeigen, was sie können, ne? Und gehen dann mit deinem... Ja, ich wusste, dass du hier den Eternal Marker besetzen willst. Und boxen sich mit denen eben. Das ist nicht schön, das könnte derbe auf die Fresse geben. Wie viele Attacken haben denn die? Genug. Ja, das glaube ich nämlich. 28. Ach du, kriegst die Tür nicht zu. Mhm. Dafür habe ich sie eingekauft. Ei, 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 so. Ei, ei. So, was machen wir denn mit dem hier, dem Witz hier? Der Witz, der Witz. Das ist ja der Witz. Mhm. Der Witz, der geht mit. Der stellt sich hier hinter den Marker. Höp. So, die bleiben stehen, bleibt stehen. Mhm, müssen jetzt auch schon wieder zurückgehen? Ja. Ja, müssen. Aber jetzt diesmal kommen sie dran. Auch mit 2,5 zurück. Da habe ich ja 4. Ne, komme ich nicht weg. Dann bleiben sie natürlich stehen, ne? Mhm. Oder gucke ich sofort nach denen? Jetzt müssen wir mal richtig ficklig sein hier, ne? Nee, kommst nicht dran. Also heißt es stehen bleiben und die Burschen wegnageln. Ja, du hast mal zack, eben die berühmten 2 mm hingeschoben. Nee, das passt. Nein, 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 super so. Ja, dann war's das. Bewegung zu Ende. Aha. Es wird geschissen. Aha. So, die schießen auf die. Oh, warte, kann man das nicht so schnell. So, ja. Auf die 4. Schabärschleuder. 2 Stück. Auf die da, wie angekratzen. Ja, genau. Dann treffen die 4 Mal. Und das Ganze wieder auf die 2. Huch. Und das sind natürlich wieder alle. Dann sind wir hier bei 9. Mhm. Und das finde ich gar nicht schön. So, dann mein Ding ist hier. Katapult. Katapult? Auch auf die oder was? Nein, oder auf diese hier. Achso, ja. Entschuldigung. Auf die Beamten. 5. Einer. Plus 1 sind 3. 3 auf die... Ja, 2 immerhin, ne? Mhm. Die sind aber zäh, die Beamten, ne?
So wie die Beamten eben sind, ne? Ich glaube, die Beamten da hinten... Wenn die einmal sitzen, dann sitzen die. Oh ja, außer Kaffeesalle. Aber ich glaube, die Beamten da, die werden gleich das Zeitliche segnen. So, und die schießt auf deine Katapult. Was ihr gar nicht seht, da steht nämlich hier. 4. Oh. Oh. Treffen nicht. So, jetzt finden wir wieder zur alter Größe zurück beim Würfeln. So, das nehmen wir mal wieder weg da. Eben meine ganzen Würfel wieder zusammensammeln. Ja, ist immer geil, wenn du einen 10er-Pack irgendwie der mitgenommen hast extra und dann verteilt sie irgendwo, dann würfelst du irgendwie mit 9 oder 8 und merkst halt gar nicht. Ja. So, dann sind hier noch ein bisschen. Ja, aber nur ein bisschen. Die 10 auf die Beamten. Auf die 5. Mhm. Ja, 2 auf die 5. Keiner. Mhm. Die anderen Bogenschützen daneben, genau dasselbe. Mhm. Auf die 5. 2. Auf die 5. Einer. Oha. Haben wir wieder 4. Ich bin mal so frei. Ja, das ist doof gerade, ja. Und das kleine. Ach, das olle Ding, da steht ja auch noch. Wir können ganz übersehen. Ja. Auf die 4. Ein Treffer. Oh, ein Treffer. Jo. Aber 5. Ja, also auf die 4 macht das echt Laune. Mhm. Die sind stark geworden, ne? In der Tat. So, dann haben wir jetzt Moral. Was sollen wir hier machen? Weil da haben wir jetzt. Ja, leg gleich mal los. Hoch. Nee. Das ist eine 7, die habt ihr gerade nicht gesehen. 12, das war doch 15 oder so hatten die, ne? Die Mumien, die haben 14 tatsächlich. 14, ja. Dann da die nächsten Mumien. Dann muss ich auch auf die 11 würfeln. Kann ich nicht. Kann er nicht. Kann er nicht. Und da. Die haben schon 9, die Bengels. Muss ich auf die 6 würfeln. Tatsächlich 15. Auf die 6. Ja, 15, oh. Ne? Ist, passt, ne? 6 plus 9. Jetzt passt, bin ich sehr traurig. Ja, hallo? Scheiße! Das ist dann ein Marker, der dann futsch ist für mich in dem Moment. Das ist der Trick. Ja, ich befürchte, wir hätten jetzt schon 2 Runden weiter sein müssen, weil Runde 8 und es schwindet und schwindet. Ich befürchte, du klopfst mir die noch alle so weg, dass du die Marker noch besetzen kannst. Darf ich, wenn ich einen Wunsch hätte, würde ich jetzt gleich 4 Einheiten von dir rausnehmen. Ja, bück dich viel. Ja. So, 30 Attacken auf die Hobel, ne? Ja. Auf die 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. 7. 8. Fehlt hier irgendwas? Nö, alles gut. Und dann auf die 4, ne? Yep. Oh, da sehe ich ja viele Einsen. Oh, ich gehe. 3, ne? Kackreiz, ey. Ja, 3 Stück und 5 Einsen, ey. Aber der Rest war 6, ne? 5 Einsen, 3 6. Trotzdem sind die schon bei 18. Das könnte ein böses Ende nehmen. Wir sollten mal knobeln, ne? Ja. Instant Kniffel. Ach, Kniffeln meine ich so. Ja, ich weiß schon, was du meinst. So, dann hier. Jetzt geht's mal richtig rund. Endlich sehe ich sie. 28 Attacken auf die 4. Boah, da sind sie. Ein ganzes Spiel gefürchtet. Jetzt schlagen sie ein. 2, 3, 4. 4. 5, 6, 7, 8. Jetzt mal so richtig wollen die aber auch nicht, ne? 8. 8. 9. Nein, genau, was ist das denn, ja, eine Attacke? Ja, das sind doch nur die schwachen Beamten, denk dran. Ja, ey, nee, das ist jetzt aber echt kacke, ne? Die haben doch bestimmt 27 mal... Nee, nur 1. Achso, okay. Dann auf die 4. Oh, nee, ey. Da freust du dich das ganze Spiel da drauf? Ja, guck, geht doch die Post ab hier. Ja, und hätte ich jetzt nur 1 gewählt, hätte ich nochmal würfeln dürfen. Hätte, Fahrrad. Ah, ja, stimmt, das war nie mit der Kack so in der Regel, ja. Ja, toll, 4 Dinger, war 28 Attacken, ey. Tja. Okay, hätte besser sein können, aber ich bin ganz zufrieden. So, jetzt mache ich da Moral für die. Das sind 6, das sind 10, das reicht nicht. Das einzig Gute ist, die sind jetzt im Nahkampf und du kannst dich draufballern. Jein, ich kann mich ja, wenn ich gleich mich bewege und nicht mehr im Nahkampf sein möchte, dann gehe ich einfach, dann disengage ich mich. Das ist ja nicht mal eine Bewegung, das kostet mir ja noch nicht mal was. Und dann sind die raus aus dem Nahkampf und dann kann ich auch beschießen. Das finde ich aber doof. Ja, ne? So, ja, das war jetzt aber gar nichts. Also, mein Wunsch mit 4 Einheiten rausnehmen,
Haben wir da überhaupt keinen Moralwert eben gemacht? Die hast du, du hast du doch gerade erst... Nee. Nee, Moment. Da hast du gerade drauf... Haben wir da gar keinen Moralwert für mich? Nee, weil du hast ja schon 18. Wäre doof, wenn ich da nicht beöffeln würde bei 22. Haben wir nicht. Verdammte Teil. Ja, dann haben wir beide gepennt, okay? Alles klar. Ich wollte gerade schon durchgerechnet. Ich wollte noch 4 Einheiten rausnehmen. 1, 2 sind noch da bei 18. Jetzt kommt die Doppel-1. Komm schon. 15, 23. Nein, das passt auf einen Kackstuhl ein. Guck mal. Guck mal, der Wunsch. Fee, bück dich. Aber 1 ging ja nicht. Ja, jetzt hat sich ausgebückt. Jetzt ist die Rosette wund. So, jetzt aber. Jetzt, was machen die? Die gehen 1W6 nach vorne. 5. Guck mal, das ging so. Ja, Mr. Silberpenis. Ah, nee, ich weiß schon, wo die ihn wollen. Hau bloß ab. ey, das Spiel geht zu lang. Es geht zu lang. Es ist einfach, die Jungs halten das nicht durch so lange. So. So eine Mistscheiße. Gut, ich wollte schon sagen, wir vergessen den Moralwert, ey. So, hier geht's weiter. 25, 30, 130 Attacken. Ja, ist klar. 30, nee, das ist doch die Legion. 30 Attacken auf die 5. 130 Attacken. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14. Ja, guck, jetzt geht's, ne? 14 auf die 4. Ei, weh. Und die auch nochmal. Auf die 4. Oh. So, bitteschön, der Herr. Das tut doch weh. Sind wir bei... Was sind das? Ein Achte? Achte, sind wir bei... Oh, bei 17. So, jetzt aber. 17. Pfui. Jetzt würfel ich nochmal. Ja, wahrscheinlich kann ich sie dann gleich runternehmen. So. Oh, oh, oh. Tschüssikowski. Oh. So, jetzt bricht hier alles zusammen. Scheiß die Wand an, ey. Mhm. Oh, 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 oh. Ja, da gehen jetzt nämlich die ganzen gehaltenen Marker sind jetzt alle weg. Mhm. Und es gibt noch 2 Runden. Da, 2 Runden, 2. Ihr seht's nicht. Da, 2. Scheiße. Ja, so war der Plan nämlich nicht. Ja, mein Plan war auch scheiße, aber er könnte vielleicht, aber ich bin noch nicht so ganz sicher. Das Dumme bei mir ist, dass hier total viel Kropfzeug steht, weil ich Angst hatte, dass du, weil mit der Reiterei, die sind ja auch erst... Ja, ja, das war mein Trick. Ja. Das war ja mein Trick, die Reiterei dahinzustellen. Das war eigentlich nur so ein Ablenkungsmanöver, dass du da Scheiße hinstellst. Und dasselbe war genau das hier. Da hast du auch irgendwie 200 Punkte vergeiert, ne? Zum Heulen. Aber das könnte hier noch ein bisschen kackig werden. So. Wo sind denn die Marker hin? Sind die jetzt schon wieder frisch? Oh, habe ich die falsche weggenommen? Da stand aber 11, ne? Oh, hier sind die, ja. Ja, da waren 1-1. Ja. Hier geht's rund, wa? Ich lauf weg. Da habe ich die falsche weggenommen. Ich muss mir noch überlegen, vor lauter Erregung. Scheiße. Ich muss mir noch was überlegen, was ich mit diesen hier mache. Die machen. Die drehen sich. So ein bisschen jedenfalls. So, dass. Noch so ein bisschen die rechte Flanke im Sinn haben. So. Dann der Riese. Mhm. 1W6 plus 8. Oh, oh der ist aber willig. Jetzt das ist jetzt aber alles vorbei. So, auf die 4. 14 auf die 4. Oh, und jetzt sind ein paar Zweier trotzdem. Drei Stück. Ich komme nicht mehr schnell genug an die Marker. Das ist jetzt alles egal, ob die Truppen jetzt noch da, ne? 4 sind durch. Also da kriegst echt, da kriegst Wein, ne? So. Und nur 1 dabei. Sehr schön. Ja, dann waren das wohl noch 3 dabei. Da sind wir bei 14. Oh, guck mal, die drehen sich schon auf den Rücken hier vor lauter Schreck. 14. Ich würfel die Moral für die, also da muss ich jetzt wieder gut würfeln, ne? 8. So, guck mal. Nee. Ich hätte sogar noch brutal anzubieten. Da hätte ich plus 1 auf meinen Moralwert. Da bin ich bei 21, ne? Nochmal rechnen. 14 plus Dings sind 1. Ja, 14 ja. Plus 6 sind 20 plus brutal sind 21. Ja. Ja. 22 brauchst du. Das ist ja schön. Das ist das dritte Mal in dem Spiel, dass ich einen Punkt drunter war. Ne? Jetzt hör mal auf, dich zu beschweren. Bei ja, mir ja, ja, ich würde es ja nur sagen. Ne? Da steht bald gar nichts mehr. So, du bist dran. Oder Runde 9 und wir machen eine kleine Denkpause. Mann, ist das scheiße. Ich guck mal hier so. Also, wir schauen einmal übers Feld. Die Jungs, ich dachte, flitze mal eben ums Haus und guck's mal, was da so geht. Ja, mal eben am Arsch. Die hier, das ist nur von hier bis da. Das dauert eine Ewigkeit.
Hier ist ein Marker, da ist ein Marker. Der ist leider schon wieder weg von mir. Der wird wahrscheinlich gleich fallen, weil die flohigen Säcke da rumeiern. Der Marker ist unbesetzt. Hier hampelt schon wieder eine Legion durch die Gegend und will auf meine armen Beamten, die an dem Marker sind. Mit ein bisschen Glück kann ich hier noch einen Marker halten. Und ja, dann ist der Drops für mich gelutscht. Also ich muss jetzt echt mal gucken, was ich mache. Und ich befürchte, das ist schon fast scheiße. Naja, wir sehen uns wieder in Runde 9. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Runde 9. Der Anfang vom Ende. Ah ne, der ist ja schon angefangen. Fortsetzung bis Ende. Mhm. Regeneration für die Beamten hinter der Hecke. Ja, guck. Einer. Die können das aber. Also die sind nicht schlecht, die Mumien, ne? Ne, ich mag die auch gerne. Aha. Ich hatte meine eigentlich immer so ein bisschen 5 Mumien da hinten. Mhm. Die kriegen 2 runter. Ja, guck mal. Ich hatte Trolle auch mit Regeneration und ich krieg das nie hin. Ich finde, das ist eigentlich eine ganz coole Sache. So. Bewegung. Ja, Mann. Bewegung. Fangen wir wieder rechts an bei dir? Ja, klar. Das wird wahrscheinlich ein bisschen uninteressant bleiben. Ja. Aber du kannst sogar 2 einnehmen, hattest du eben gelesen, ne? Ja. Das heißt, ich werde jetzt auch drehen. Mhm. Dann schiebe ich die nämlich hier. Blüpp. Und dann sind wir nämlich bei beiden unter 3 cm. Das heißt, die halten die beiden Punkte. Mhm. Das ist nicht so schön. Das liegt immer sehr im Auge des Betrachters, ne? So, ich hole schon mal mit rüber. Was machen wir denn damit? Wer ist hier heldenmütig? Er charge die. Haha, ich hau euch da tot, alle Mann. Zusammen. Geht das überhaupt irgendwas mit individuell? Dürfen die so angreifen? Ich habe doch gelesen, dass man die nicht im Weg schmeißen kann. Ja, wieso dürfen nicht angreifen, klar? Ne, weiß ich nicht. So gehört. Nee, ist alles okay. Also nicht, dass ich wüsste, warum nicht. Ich habe gelesen, ich habe das selber ja nicht, das Regelbuch, dass man nicht irgendwie Einzelfiguren im Weg laufen kann, wenn so eine richtige Horde, Legion irgendwas angreifen will. Aber du darfst natürlich angreifen, natürlich. Also du kannst dich da immer durchbewegen, die blockieren nie die Sichtlinie und du kannst da durchmarschieren. Okay. Aber du kannst ganz normal, kannst du chargen. Okay, alles klar, also ich könnte gleich, wenn du sagst, ich gehe dann wieder raus aus dem Nahkampf, könnte ich durch dich durchlatschen. Genau, das nur nicht auf mir enden quasi. Enden, ne? Auf die Enden. Mhm. Dann bleibt doch nicht viel über, wenn ich auf die Ende. Ja. So. Auf dir verende. Ja, das darfst du. Wenn die da verenden, das wäre nett. Von mir aus auch auf mir. So, die ziehen sich den 1 cm zurück als Disengage. Ist keine Bewegung, sondern ist for free. Ne? Das heißt, die sind raus aus dem Nahkampf. Mhm. Und ob das jetzt sinnvoll war, weiß ich gar nicht. Ich weiß es auch nicht. Ach, scheiß drauf, die bleiben im Nahkampf. Was soll der Geiz? So. Hier. So. Und für die habe ich vergessen, eine Regeneration zu werfen. Mach das nochmal. Du bist so großzügig. Ich weiß. Ein Punkt. Mhm. Und das ist gleich der Punkt, der mich dann wieder... Ach ja, so. Das Katapult bleibt da natürlich stehen. Das Katapult bleibt stehen. Die bleiben drin. Und die Mumien, die chargen da rein. Mhm. Tachau. So, dann kann ich nämlich auch wieder die ollen Dinger hier hinterlegen. Wie soll ich jetzt hier so viele stellen? Deine Wanderer sind noch am Wandern? Ja, die Wanderer hier, das ist zu heulen. Jetzt gucken sie mal hier um die Ecke. Bonjour! Guck, einmal geschossen und dann nur noch wandern, ne? Ja, der Riese ist auch im Nahkampf gebunden, das bringt mir nichts hier. So. Ja, die konnten ja chargen, hat man gesagt. Ja, können sie. Dann hauen die hier rein. Aber die Skelette dahinter nicht, ne? Die Skelette dahinter nicht, die werden sich ganz normal bewegen. Mhm, das. So. Obwohl 3 cm rechnen, das ist eigentlich Peng. Dreht sich dann noch hier. Mhm. Da kann ich auch noch ein bisschen fernkämpfen.
So. Das bleibt, das bleibt, das bleibt. Mhm. Ja, dann fangen wir mit Beschuss an, wa? Mhm. Katapult auf, ne? Hat der Sturm nicht jetzt mal ganz, ganz... Nee, alles gut. Du hattest hier getroffen. Das hattest du nicht getroffen. Ich habe da keinen Marker weggenommen. Also okay. Ja. So, dann wir versuchen unser Glück mal. Es funktioniert. Die drei sind Grenze 2. Mhm. Die 2. Sind 2. Jawohl. So. Wo ist denn das nächste Katapult? Das steht hier. Mhm. Ja, das ist ein Ziel. Ja, da hinten das Katapult. Auf den Stinkemann kann ich ja nicht schießen, ne? Mhm. Versuchen wir unser Glück mal. Da läuft ein Treffer. Einer. Oh, drei, vier Treffer. Plus 1 sind 4. Mhm. Auf die 2 sind 3. Sind wir schon bei 6. Mhm. So, ich markiere mir das. Upsa. Ja, vorbildlich. Ja, Streber. Ja, so, dann hier das Katapult. Ja, wo soll das denn drauf schießen? Ja, wo soll das denn drauf schießen? Ja, ich sehe nichts. Ja, ich auch nicht. Ja, schlecht. Sehe ich echt nichts? Nö. Ich sehe auch nichts. Der Riese ist zwar riesig, aber der ist im Nahkampf. Der Riese ist so riesig, der ist im Nahkampf. Also ich könnte jetzt ja was sagen. Ja, du willst jetzt dazwischen der Haus... Ja, ich weiß. Ich weiß, ich sehe es auch. Ja, du darfst. Ja, du darfst. Ne? Ja. Wahrscheinlich wieder viel Lärm um nichts. Kennst du das ja? Doch, einer. Und zwei ganze. Und zwei. Eingematscht. Naja, besser als in Holland geschossen. Wow, kein Katapult hat nicht einen Schuss abgegeben. Ich bin total begeistert. So, das war der Beschiss. Ja. Nahkampf? Ja, die beschissenen Bogenschützen, die können überhaupt nirgendwo hinschießen, die sowieso nicht. Nee. Ja, dann sind wir im Nahkampf. So. Nichts vergessen. Jetzt kommt der großartige Kampf Nekromanta gegen eine Legion. Jetzt muss ich erstmal gucken, wir haben noch nie mit einem Nekromanten im Nahkampf. Eine Attacke oder drei Attacken, irgendwas. Mili 5. Oh. 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 10, 12 hat der, okay. Ich habe den ja immer nur als Schubser benutzt. Ja, wie viele Attacken? Achso, eine Attacke. Auf die 5. Eine Attacke auf die 5, ja. Das ist ja ein Nahkampfmonster. Das ist, ja, haut diese richtig einen auf die Glocke. Oh! Da ist immer mal sein goldener Penis runtergefallen. Ja. Läuft. Läuft. So, das vergessen wir mal ganz schnell wieder. Mhm. Und dann gehen wir mit den Mumien da rein. Mhm. Die haben 10, soweit ich weiß, in den Nahkampf. Zumindest hatten sie es eben noch. Ja. Auf die 4? Auf die 4 nämlich, mhm. Ja. Du nicht, du nicht, du nicht, du nicht. Oh, da hilft er ganz gut, ja. So, und da haben wir Widerstandski. Hat er irgendwie Kräfte? Besondere? Oh, aber mächtig. Crushing Strength 2 sogar. Oh! Auf die 2. Auf die 2. Aua! Alle Mann! Oh! 2, 4. Ist ja gar nicht mehr lustig. 6. Oh! Da haben wir 15 insgesamt. Da fällt mir das Lachen aber aus dem Gesicht. Blöb. So, dann würde ich gleich mal moralen. Ja, scheiße. Ach, den muss ich ja, wenn er gut ist. Oh, da muss ich mich aber bedanken. Bitte. 2-1 nehme ich doch gerne. Der möchte der nicht sagen, dass ich normal werfen soll? Kann er gar nicht, ist nämlich ein Zauberer. Ach so, verdammt. Sonst hätte er es bestimmt gemacht. Ja, bestimmt. Scheiß die Wand an. Okay, ja, dann. Boah, jetzt habe ich aber wieder Sahne gehabt. Ja, boah, mächtig. Das war hier, ne, weil ich dir das erlaubt habe und jenes erlaubt habe und ja, so. Ja, ja, so, die Mumien dann da rein. Auf die 4. Immer noch auf die 4. Nö, 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 immer noch nö und nochmal nö. Dann sind wir bei 5. Entschuldigung, auf die 2. Du hast ja jetzt. 5. Nummer 9. So. 9 und 5. Ja, die haben ja irgendwas gar bei nichts. 75 ja, 136 hat er schon. Mhm. Dann 25 Attacken auf den Riesen. Oh Gott. Auf die 5. Fünf. Ja, ich bin noch gerade so schockiert vom Ergebnis. Ja. 3. Wir merken uns 3. 4, 5, 6. 7, 8. Mhm. Und dann auf die 5. Warum denn nur auf die 5? Unverschämtheit. 2 Stück. Ich stehe doch direkt vor der Nase. 2. Schitte, schitte, schitte. Ja, jetzt bist du auch schön. Mhm. Ach, der hat doch bestimmt 9.
7 plus 9, rechnen mal. 16, ne? Ja, mindestens. 18, 20. TBP. Oh, ist das für ein Arsch, ey. Aber zwei Lebenspunkte. Hat er wieder. Ach ja, da kann ich mich auch tagelang noch hochkloppen, ne? So, dann haben wir noch die Mumien da hinten. Mhm. Kommt ihr Beamten, tut was für euer Geld. Auf die, was habe ich jetzt? Auf die 5, ne? Auf die 4. Auf die 4, ne? Ja. Bleibt ja, bei 4. Ja, es bleibt bei 4. Guten Morgen. 7. Herr Doktor, 7. Und dann wieder auf die 2. Also für die Mumie langsam richtig gut. Das sind dann 2, 4, 6. Oh. Aua. Oh. Aua. Oh. Sind wir bei? 6. Dann würfeln wir mal 6. Auf 8. Die hat doch schon. Ah ne, diese 8 ist die andere. Ja. Da sind wir bei 8. 8 plus 6 sind 14, ne? 14. Müssen wir mal den Magen singen lassen. Ja, genau. Boing. Yay. Wech sind sie. Wech sind sie. So der auch, damit wir ein bisschen Ordnung haben. Und was machen wir damit jetzt? Weiß ich nicht. Was machen wir damit? Wir richten uns neu aus. Blüpp. So. Hui. Leicht erregt. Mhm. Haben wir sonst noch Nahkämpfe? Nee, ne? Nö. Wir sind durch. Das war Runde 9 für mich. So, jetzt habe ich ein ganz großes Problem. Wie soll ich? Bestimmt. Bestimmt. Ja, wie soll ich denn die ganzen Marker jetzt hier noch erobern? Ja, du hast ja nur eine ganze Runde. Also noch zwei für dich quasi. Ja, aber das ist alles so weit weg und dann hast du mir das Nekromanten da in den Weg geschmissen. So, guck mal. Hier, nimmt das Gerät. Ich nehme das Gerät. Oh, nö, ey. Ja, was kann ich denn jetzt hier noch treiben? Also erstmal fangen wir an mit der Bewegung, würde ich sagen. Ja, ich überlege erstmal vorab. Den nagel ich jetzt weg. Ja, bestimmt. Drehe, komm nach da. Dreh mich und komm bis dahin. So, also dieser kriege ich nicht. Du hast die zwei, also hast du drei Marker. Den werde ich wohl kriegen. Jo. Den hast du noch. Und der, oh ja. Schauen wir mal. Ja, ich werde dich wieder so halb tebeln, aber verlieren, weil ich zu wenig Marker habe. Ne? Abwarten und Bier trinken. Und Bier trinken. Gut, okay. So. Aber vielleicht bin ich ja auch gut im Fernkampf. So, bleibt so, bleibt so, bleibt so. Hier, er geht mal ein bisschen hinterher, ne? Vielleicht brauchen sie ja gegen den Nekromanten. Ja, bestimmt. So, bleibt so, bleibt so. Ja, was soll ich jetzt noch rumtouren? Weil ja, die bleiben auch stehen, können sie auf jeden Fall vernünftig schießen. So, fertig. Bleibt alles. Ich würde einen Schritt näher rangehen, dann treffen sie besser. Ja, genau. Boah, dieser verdammte. Der Witz. Ruhe. Er geht noch hier hin. Will auch mal witzig sein. Ja. Gut, okay. Mhm. Das war's. Haben wir da eben auch Halbwürfel gewürfelt für? Haben wir da eben auch Halbwürfel für gewürfelt? Sonst würden die Würfel da nicht drauf liegen, ne? Ja. Boah, wir sind schon ein bisschen drömelig im Alter geworden, ne? Mhm. Auf die Zeit. Sollen wir das mal eben machen? Aha. Ei, ei, ei. Aber nur wenn du gut würfelst. Ja, oder stimmt. Wir sind 11. Naja, deswegen. Ist das nämlich kaputt? Ja, seht's uns nach, wir sind alte Männer. Ja, und da auch. Da, auch da sind wir alt. 7 plus. Sind auch kaputt. Huch, das hat sich ja richtig gelohnt. Mhm. Deswegen habe ich das ja auch nochmal so gesagt, weil ich ja so nett und lieb bin. Boah, du kriegst auch noch ein Caritas-Orden, wenn du so weit hast. Fehl an Fieselschweif. Ja, genau. Tu Gutes und sprich darüber und so. So, jetzt aber. Ja, jetzt will ich aber was sehen. Hier, da, da. Die sind jetzt platt. Wunsch. Denken. So. Alter Schwede. So, das sind 4 und das sind 3. Das sind 7. So. Und das auf die 2. Ne? Oder nee, die haben 5 minus. Was hat das Gerät denn? Der Gerät 4, 3 hat das. 3, 5 minus 3 sind 2 noch. Ja. Und nicht so viele Einsen. Da, guck mal da. 5 Stück. 5 Stück auf die armen Beamten? Ja. Leg dir mal Würfel drauf, damit wir das auch gleich vergessen. Ja. So. Ja, schon tot, so ein Würfel. Aber sonst hätten wir es gar nicht gemerkt. So, wo haben wir noch? Da, hier. Die schießen 10 Mann auf die Mumien. Die sich nicht bewegt haben. Die sich nicht bewegt haben auf die 5. Die, die, die. Und dann wieder auf die 5. Einer. Aber 4. So, und mein Ding hier auf die 4. Einer. Mhm. Wie viel Schuss? Einer.
Auf die 5. So. Fertig, ne? Jupp. Dann mache ich Moral für die hier. 8 plus 5 sind 13, du hast 14, ne? Die haben 14, ja. Ja, ja, genau. Mhm. So, die gleiche Nummer da hinten. Hopsa. Ja, oh, fuck. Diese war durch. Das, schon wieder ein Marker weg, ey. Oh, da hättest du besser die anderen killen können, ey. Das ärgert. Scheiße. Scheiße am Stock. So, dann sind wir im Nahkampf, ne? Jetzt muss ich gegen die Nekromanten kämpfen. Ich werde verrückt, ey. Der haut dich aus der Latschen, ich sag's dir. So, was hat er denn? 30 Attacken auf die 5. Da lacht er drüber. Einer. Siehst du? Zwei. Ja, Mr. Goldpenis. Oh, jetzt aber. 3, 4, 5, 6, 7. Wow, 30 Attacken und 7 sind durch. Na, guck mal an. Auf die 4, falls du nicht irgendwelche Schweinereien mitbringst. Nee, keine Schweinereien dabei. Oh, okay. Und wieder nur Mist. So, toll. 3 Stück. 3 Stück? Ja, ist okay. Ich würfel sofort Moral. Du kannst dir auch sofort Matsche. Ja. Würfel sie mal. Jetzt schön hoch. So. Echt jetzt? Du wolltest wieder verkackeiern. Den brauchte ich nämlich gerade nicht, den Typen. So, jetzt kann ich nämlich hier... Was ist denn los mit dir? ...drehen und gleich mit dem Gewaltmarsch dann noch drankommen. Ich kotze ins Essen, ey. Das gibt es doch nicht. So. Jetzt habe ich aber wieder einen Fehler gemacht eben. Egal. So. 28 Attacken. Ist doch zu kurz. Aber jetzt haben die ja nicht dieses Bumsdings da, ne? Dieses Thunder Charge. Nee, die sind schon reingecharged. Ja, genau. So, dann, guck mal, der fällt schon vor Unglauben. 28 Attacken auf die 4. Wie viel der echt in 12 nicht noch weg, ey? Oh, boah, ich hab sowas von verschissen jetzt, ey. 8. 8. 9, 10, 11, 12. 12? Merkt ihr 12? Ich merke mir 12. 12, 13, 14, 15, 16, 17 Attacken sind durch. So, ihr alten Mumien. 17 auf die 5. 17 auf die 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mir wird's ganz komisch. 8, 9, 10 sind runter. So, bei 13. So, jetzt gibt's keine 2 Einsen. Oh weh, Leute, das wird hier nichts mehr für mich. So, ich habe aber ein ganz großes Problem. Ach, du erzählst immer einen und dann London. Ja, hier. Ich sehe da einen Katapult vor mir stehen. Das sowieso nicht trifft, also mach dir da mal keinen Kopf. Ja, drum. Und der macht mir gleich einen Schaden und dann machst du einen Moral. Ich habe hier 15 drauf, die sind weg gleich. Oh, trotzdem ist der Marker dann frei und immer noch nicht von mir gehalten. Ja, schön, aber ich könnte den auch so gut gebrauchen. So, weiter geht's hier im Text. Hier, gegen deine Mumien. Die sind noch ganz frisch, ne? Ja. Oh je, Mini. So, jetzt aber. 30 Attacken auf die 5. 4. 6. 7. Das ist zum Heulen, ey, wenn man so ein Nahkampfmonster hat, ne? 5. Wow, 2 Stück. Naja. Na, der Marker ist nämlich noch kein von niemand besetzt. So, der Riese darf jetzt mal endlich hier zu Ende führen. So, 1W6 plus 8. Aha. Jetzt hat er mich keinen Bock mehr. Jetzt hat er 9 Attacken nur durch. Auf die 4. Boah, jetzt geht gar nichts mehr, ne? So kenne ich dich. Weiter so. Und dann auf die 2. 2 Stück. Bist du bei 14? Bin ich bei 14. Genau. Jetzt mache ich Moral für die. So. Oh. 9 plus 14. Scheiße. 23, ne? 22 haben sie. Ich kotze ins Essen. Nein, ey. Tschüssi. Ja, also jetzt habe ich endgültig verkackt, ey.
Was mache ich jetzt mit dem Riesen? Kann er Purzelbaum schlagen oder so? Kann er ja versuchen, aber ich glaube nicht. So, was kann ich denn Sinnvolles machen? Wenn ich mich umdrehe, dann könnte ich da noch irgendwie gleich in den Nahkampf gehen und bestenfalls den Marker auf Null setzen. Ne? Oder ich gehe hier nach vorne. Aber der ist nicht in. Doch, gehe hier nach vorne. Nee, kann ich nur geradeaus gehen. Dann sehe ich die. Dann kann ich ja gar nicht Schwenk machen und dahin latschen. Also der Marker ist auch tot. Ja, okay. Bob. Wow. Unglaublich. Unglaublich. Fertig, ne? Zum Brechen. So, wir gehen mal kurz zum Brechen in den Keller. Wir haben gar keinen Keller, wir müssen hier brechen. Oder zumindest im Wohnzimmer spätestens. Ja, also hier hat sich einiges getan. Das war jetzt die 9. Runde. Wir haben jetzt noch eine Runde und es ist, also zumindest für uns, die wir hier spielen, spannend bis zum Schluss. Und ja, Leute, ey. Der Tisch wird leerer und leerer. Ja, Deadpool, Christian, Deadpool, ich. Was sagt uns das über die Spielsituation? Naja, egal, wir wollen ja nicht zu vorschnell drüber urteilen. Manchmal ist ja auch noch ein Wunder vom Himmel gefallen oder dergleichen. Naja, ich sehe es trotzdem zu vielen Barker auf deiner Seite. So, Stunde Zero. Wir sehen uns zur Runde 10, die alles entscheidet. Runde 10, was soll ich dazu sagen? Es endet. Jetzt wollen wir nur mal gucken, wie es endet. Ich bin sehr gespannt. Sehr gespannt. Ja, fangen wir erstmal an mit der Bewegung. Das Katapult bleibt selbstverständlich stehen. Die Jungs bleiben auch stehen, die sind nämlich artig am Marker. Die sind echt gut am Marker. Alle tot. Der gehört nicht mir. Das Katapult bleibt selbstverständlich auch stehen. Ja, die Jungs, die bleiben, denke ich mal, im Nahkampf. Bleiben sie das? Ein besserer Schutz für alles andere gibt es nicht, ne? Ich denke mal, die bleiben erstmal im Nahkampf, ja. Da die auch erst 6 haben. Und das ist eine Legion, das darf man nie vergessen. Das bleibt selbstverständlich stehen. Unsere Wandersleute. Die machen das, was sie am besten können. Die bewegen sich. Sie wandern und sie wandern. Ja, von einem Ort zum anderen mit wachsender Begeisterung. Möp. So. Jetzt. Jetzt. Die Mumien chargen in die Bogenschützen. Ja. Davon gehe ich auch aus. Deine Skelett-Heinis. Die drehen sich einfach nur. Ich schieße dir in die Flanke. Macht das bei Beschuss was? Nö. Nö, ne? Ich wollte es ja nur sagen. Ja. Tu dir keinen Zwanger. So. Das war die Nummer. Regeneration für die Mumien. Wo sind sie alle? Hab ich auch noch welche? Ach, die. Zwei. Wo sind die zwei? Ach ja. Da wird die daneben. Ich fange erstmal mit denen an. Oh, C wie Leder, ey. Ja. Dann die da. C wie eine Rolle Klopapier. Ach, was mache ich denn? Da muss ich auch 5 Würfel würfeln. Das sagt doch was. So. Einen ganzen kriegen sie tatsächlich wieder. So, dann haben wir die Nummer durch. Ja, B-Schuss. Müssen wir drüber schwenken? Passiert da was? Ja, da passiert einiges. Wo? Na hier. Was hast du denn da für 45 Grad Winkel vor? 90 Grad Winkel. So. Jetzt echt? Ja. Okay. Ich glaube, wir brauchen so Schablone. Schaust du hier, schaust du da, da sind wir auch drin. So, bitte tu was für dein Geld. Nein! Ja, jetzt kommen nämlich wieder die Scheiße, die sind so zufällig und beliebig, die Dinger. Das auf die. Jetzt können sie verkacken.
So will ich das sehen. Und du holst rum, ne? Ja. Auf den Riesen. Jetzt echt? Auch nicht. So, das war jetzt nämlich genau das, was nicht passieren durfte. Genau, jetzt könnte es sein, dass ich doch einen Unentschieden rausholen könnte. 1-2, ja. Oh ja, die Bogenscheiße. Bogenscheiße auf die 6. Ah ja, nee. Auf Mr. Riese. Und der kann sich auch nicht hinter der Hecke verstecken, da kann er mir keinen erzählen. 1, 2, 3, 4. 4 Sechsen? Jupp. Und dann auf die? 5. Das ist gar keiner. Ist gut. Die ganze Nummer machen wir nochmal. Da, das bin ich ja nochmal glücklich. Und genau so funktioniert Beschuss nicht. Oh, jetzt habe ich, glaube ich, ein bisschen Sahne gehabt. Aber mächtig. Gerade da ärgert sich. Ja, die habe ich nämlich abgeschrieben. Haben wir ja eben besprochen. Ja, war besprochen, dass die. Ja, dass die jetzt. Ich sag doch, hier, das war viel zu pessimistisch von dir gesehen. Diese scheiß Katapulte auf die 5. Ja. Tja. Kann ich nicht ändern. Nee. Da verkacke ich die Runde richtig. Ja, ich habe dir gesagt, das wird im Unentschieden enden. Da bin ich kein Pessimist, da bin ich Realist. Tja. Tja. Dann gehen wir mal zum Nahkampf. Jo. Kloppe, wa? Jo. Ja, da ist überhaupt nichts. Mhm. Das erste, was hier wirklich wieder da ist, ist hier, ne? Ja, dann machen wir deine 10 Attacken. Die Mumskis. Die Mumskis. Meine Klofrauen. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, nicht schlecht. Auch schon auf. Dann auf die 4. Nee, Quatsch, auf die 2. Die haben wir hier. Ja, die sind stark wie sonst was. Ja, natürlich, 2 Einsen dabei. Man guck mal, dann wird 3, ne? 3, dann haue ich gleich die Moral hinterher. Sind wir bei 7. Zu 19, da passiert überhaupt nichts. Ja. Das war die Nummer, das war für den Arsch. Haben wir noch einen Nahkampf? Ach so, ja, die Mumie da hinten. Zähne auf die Bogenschützen. Auf die 4, oh. Ja, dann nochmal auf die 2, die 3 Würfel. 2 Stück. 2 Stück, oh. Ja, dann machen wir gleich die tolle Moral hinterher. Oh, die bleiben sogar stehen. So. Ja, jetzt habe ich endgültig verkackt. Jetzt bist du. Oh, hast du ja gar nichts verkackt hier. Hier, so. Hier was ein Elend. Also, Köns, der scheiß Katapulte hier, hat auch nur einmal getroffen, wo es am entscheidendsten gewesen wäre. Das finden wir doch richtig gut. So, wo haben wir denn mein Prof... du, was machst du? Ich hab den nicht. Ah. Ja, 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 immer ich hier, ne? So, guck mal hier, die gehen dahin. Ach nee. Wer sollte es... Moin. Ja, ein Busch oder wie auch immer. So. In den Baum mit. So, wir haben ja gelernt, Individuum dürfen keine Marker nehmen. Die bleiben natürlich stehen. Oder machen Charge auf deinen Katapult. Nein. Genau. Also die müssen leider weiterkämpfen. Ja, und der hier, der macht jetzt, der will jetzt diesen Marker neutralisieren, indem er dich angreift. Mhm. Na? Ja, das geht natürlich als Riese. Schwuppdiwupp. Guten Tag. Moin. So, das war's. Und ich habe vor lauter Schreck gar nicht. Nur gefilmt, ich war total perplex. Also der Riese ist durch die Hecke und hat die gecharged. Ja, nee, ich war gerade noch überlegen, aber es ist gruselig. So, jetzt Nahkampf, Fernkampf, hier ist nichts mehr viel zum Beschießen. Guck mal, mein Zauberer hätte sogar noch ein bisschen zaubern können, aber ist egal. Macht den Kohl auch nicht mehr fett hier. So, hier wieder Orgie. Würfel Orgie gegen deine Toilettenpapierträger. 30 auf die 5. Wie sind das? 3. Mhm, wir merken uns 3. Ui. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Das ist einfach. 10 auf die 5. Da sind ja welche dabei. Ich sehe sogar kommen. Ui. 5 Stück. 5 Stück? 6 sind wir da. Oh, scheiße. Mir schwand Übles. So, jetzt würfel ich auf dein Moral. Und hopp. Oh, 8 plus 6 sind 14, ne? Ja, die sind weg. Tschüssi, Kowski. Auf die 14 genau getroffen. Ja. Ne? Jawohl. Guck mal. Ach Leute, ihr macht mir keine Ehre hier. So, und jetzt machen die jetzt, weil sie so toll und hechtig sind. Ja, ein Schwenk, dann stehen sie da. Wir hatten doch gesagt 10 cm drumherum, ne? Ja, am Arsch. 6 cm, 3 cm hat man gesagt, den ne? Den kriegst du nicht. Boah, sind 2 cm daneben, kriegst also ist ja neutral. Ja. Was soll ich denn da sagen? Scheiße vielleicht. Ja, ist es auch.
dass ich den Kackriesen eben nicht noch aus dem Latschen kloppen konnte. Das geht mir auf den Sack, ey. Das stimmt. Also jetzt waren eben zwei wichtige Würfe, dass wir das einmal treffen und den Riesen einmal treffen. Und jetzt fehlt mir die Scheißrunde wieder. Ja. Ich meine, jetzt du zwar den Marker, aber den, dann können wir diesen Riesen töten. Ja, genau. Ja, los. Ja, dann hier der Riese. Ja, der Kampf, der eigentlich irgendwie von Arsch. Schade, dass ich nicht irgendwie noch zurückhauen darf. Das wäre schön. Ja, dann wäre der wahrscheinlich erledigt. W6 plus 8, da sind wir bei 12 Attacken. Mhm. 12 auf 4. Schwupp. Ja, grandios gewürfelt. Ne? Was würfel ich hier eigentlich gerade? 5, ne? 5 und dies und Römel. Und was sind das? 3 Stück. Ja, dann ist das wohl so. 3 Schaden, das war ja mal da hart, ne? Dann kannst du auch gleich den Moraltest werfen. So, den, nichts. Der ist ganz knapp daneben. Ja, genau. Und hier mal der Nahkämpfer hier. Jetzt geht's rund. Jetzt pass mal auf. Oh. Halte dich irgendwo fest. Ja, warte. Jetzt. So, guck mal jetzt auf die 6. Boah! Oh! Ui, ja, dynamischer Move hat funktioniert. Ja, guck mal hier. Da gräbt er die letzten Energien aus im letzten Zug. 4 Stück. 4 Sechsen. So, jetzt aber. Und auch nochmal. Auf die 5. Schon. Und keiner. Ja, gut. Ja. Wir sind beendet, ne? Wir sind beendet und ich breche ins Essen. Das war Zug 10. So, jetzt gucken wir mal. Gucken wir mal. Machen wir mal die Endabrechnung hier. Der ist umkämpft. Ja. Ergo zählt er für keinen. Da stehst du dran, kommst aber nicht ran. Also wirst du auch nullig. Mhm. Das ist deiner. Mhm. Ist ein Punkt. Das ist deiner. Ist ein Punkt. Der ist leer. Und ich habe 2. Ja. Ergo, hast du recht, 2-2. Ja, 2-2 unentschieden. Und ich habe dich fast vom... Nein, getabelt habe ich dich auch nicht, nein. Aber ich habe doch ein bisschen was. Ja, genau. Aber hier, ne, ist die Mitte ist nicht mehr da. Ja, nee, die Mitte ist nicht mehr da. Und ja, wie gesagt, also die, wenn die 3 Katapulte eben anders geschossen hätten, dann hätte das jetzt auch anders ausgesehen, weil ich hatte darauf gehofft, dass ich wenigstens die wegkriege. Und der kleine Kacker, der hätte das dann nicht halten können. Und dann, ja. Schade eigentlich, ne? Mhm. Mhm. Resümee. Was haben wir richtig, was haben wir falsch gemacht? Was haben wir richtig? Jetzt individuell oder in Regeln? Nein, Regeln nicht. Nur so einfach so, was man so einfällt. Was war, ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen? Einfach mal so. Also, da fange ich erstmal an, wenn es recht ist. Also, meiner Meinung nach. Bin ich viel zu sehr auf die eine Reitereinheit hier auf der Seite aufgefallen. Ich hatte ja gedacht, dass die andere auch noch über die linke Flanke hier rüberkommt und habe dementsprechend viel zu viele Truppen hier um diesen Hof postiert, wo man auch nicht durchlatschen kann. Und ich musste ewig lange, ihr habt ja gesehen, ich habe jetzt 4 Züge oder was haben die Bogenschützen gebraucht? Das ist die Einheit, genau. Die Einheit und die Einheit. Und die Mumien, genau. Die waren nur gebunden da hinten ja. Und waren nur mit Marschieren beschäftigt, weil die halt nicht at the double oder sonst was machen konnten. Also das war Mist. Ich hatte wirklich Schiss, dass du mir die Flanke von, also, ne, dass du über die Flanke kommst, dass du durchbrichst und mir das dann von hinten alles aufrollst mit den schnellen Jungs, weil meine sind ja nun mal wirklich lahmarschig. Mhm. Ja, was auch scheiße ist, ja gut, kann man nichts dran machen an dem scheiß Zufall von den Katapulten. Wie gesagt, das hätte jetzt das Spiel entscheiden können in dem Moment. Mhm. Machst du nichts. Vollkommen. Kannst du rumheulen, kannst du nicht rumheulen. Da, also an der Stelle hatte ich ja damals vergessen zu chargen. Vielleicht hätte das die Bogeneinheit früher rausgenommen und hätte Fahrradkette, war blöd von mir, aber sein können, ja. Nicht unbedingt. Hier hatte ich eigentlich gehofft, dass die Mumien so ein bisschen unangetastet oder unangetasteter bleiben, dass sie den Marker noch halten. Das war so meine stille Reserve. Mhm. Da hatte ich Glück gehabt. Genau. Ja, hier war keine Sau, die haben alles richtig gemacht. Mhm. Und ja, das war die Chance. Wie gesagt, der Haupttruppenanteil, der in Schwachsinn gebunden war, das war hier auf der linken Flanke, die da irgendwie ihre Bauernhof-Rundreise gemacht haben. Und ansonsten, ja, ne, hätten die vielleicht mal ein bisschen was reißen können. Mhm. So, und bei Ihnen so? Ja, bei mir so. Meine Taktik ist voll aufgegangen mit meinen Reitern, die ich da... Ja, ist klar. Also das war auch so ein bisschen Absicht. Also ich hatte schon vorgehabt, wenn du nicht so massiv dagegen gestellt hättest, in deine Flanke einzugreifen und dann von hinten aufzuräumen. Aber da du da schön aufgebaut hast, war das auch ganz gut. Ne? Hast du da schön aufgehalten. Du hattest dann 200, 300 Punkte an einer Flanke gelassen, die nicht gekämpft haben. Yep. Das fand ich doch ganz nett eigentlich. Hättest du die massiv in der Mitte aufgestellt, sehe die Mitte ganz anders aus jetzt. Ja, das ist wohl so. Was hat super geklappt? Die Legionen sind Hammer. Ne? Die haben 3 Schaden, die haben 2 Schaden, da ist ja gar nichts mit los. Da kannst du machen, was du willst. Die haben mich mal schlechte Taktik von mir. Die sind eigentlich nur hinten rumgehuscht und haben ein bisschen Druck gemacht, aber richtig gekämpft haben die nicht. Und einmal kurz gegen die Mumien, die haben sie ja auch nicht so richtig toll gezeigt, was sie können, wo die normalerweise ziemlich hart sind.
waren okay. Meine Fernkampfwaffen waren eigentlich durchweg okay. Ja, 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 also die waren heute, also wenn man dein sonstiges Würfelglück kennt, ja, waren die gerade irgendwie bei der Bestimmung der Schussanzahl, ja, überdurchschnittlich gut, genau, würde ich mal sagen. Genau. Deswegen, großer Fehler, Taktikfehler, ich habe die Missionsziele mal wieder ein bisschen außer Acht gelassen. Ich hätte viel mehr hier auf deine linke Flanke, auf deine rechte Flanke aufpassen müssen, weil da drei Marker stehen. Genau. Der hätte ich mich mehr kümmern müssen. Die Truppe, ja, die hatte echt leichtes Spiel. Die hat, genau, hat die überhaupt einen Schuss abgegeben? Ich weiß gar nicht, ne? Ich wüsste nicht. Die, nee, hat irgendwie nur rumgepimmelt und ja, die, ja, haben quasi die Beamtenmumien ersetzt. Ja, also da habe ich einen Riesenfehler gemacht. Gerade hier, weil die drei Punkte sind, da hätte ich eine Kavallerieeinheit hingehen müssen. Aber da hattest du auch so fett aufgestellt, ne? Ja, mein Plan war da, also hier, die sind nah dran und wenn ich gesehen hätte, dass du kommst, hätte ich die zerstört, die beiden. Ja, genau. Ne? Und dann hätte ich in dem Moment, wie wir hätten dann erst wieder rum oder drehen müssen, ja, dann, ne, ja, so war es eigentlich gedacht. Also ja, so habe ich sie halt gehalten. Ja, so. Ich spiele lieber massiv, ne? Irgendwo geballte Kraft und das andere lasse ich so ein bisschen außer Acht. Ja, und ja, ich finde, man muss auch immer hier die ewigen Wege hier, die so lang sind, irgendwie noch mit einkalkulieren, weil dann denkt man, ach komm, dann haust du den Platten, selbst wenn der nachher nochmal umdreht und irgendwie auf die andere Seite geht, dann drehst du um, wie ich hier dachte, ne? Dann gehst du mal eben um den Bauernhof, ja scheiße, dann gehst du um den Bauernhof und killst da eben den Riesen, dann ist die Sache auch gegessen. Ja, mal eben am Arsch. Ne? Das ist halt so der Punkt an der Sache. Ja. Und auch mal eben warten und dann kommen, wir hauen erstmal ein paar Platten und dann gehen wir zu den Zielen. Rächt sich dann auch nachher, ne? Weil Ziele auch weit weg in dem Maßstab. Das ist Da muss man echt umdenken. Aber generell bin ich immer noch der Meinung, es macht um einiges mehr Spaß auf so einer Platte mit den kleinen Figuren, als das jetzt mit 28 Meter. Weil, hätten wir mit 28 Meter mit 2000 Punkte gestellt, wäre die ganze Flanke voll, also die ganze, alles voll, wir wären in der Mitte gepresst und da wäre Klopperei gewesen. Nach vorne schieben, die Katapulte hätten sofort versuchen können zu schießen. Also das wäre, da wäre Taktik null gewesen. Das stimmt. Also ich bin wirklich, wie gesagt, auch absoluter Fan von dem Maßstab und wenn ihr irgendwie die Möglichkeit habt, wie gesagt, so eine Armee in dem Maßstab. Gut, das anzumalen ist nicht jedermanns Sache, aber selbst ich, Dilettant, krieg's einigermaßen nicht. Ich kann euch die Untoten empfehlen, übrigens. aber es ist ein Spielerlebnis und man kommt auch von den Kohlen her relativ gut dabei weg, sag ich mal. Ja, ne? Also mit 100 Euro bist du super dabei, ne? Also mit 100 Euro hast du auf alle Fälle schon eine fette Armee. Ja, also ich meine, die Goblins, die sie hier stehen, ist ja fast alles, was ich habe. Das sind so ungefähr 2.500 Punkte. Kostenpunkt, würde ich sagen, so 60, 70 Euro. Ich glaube auch so in den Dreh. So, ja. Richtig, ne? Meine Menschen, die sind mehr, da würde ich sagen 100 Euro, aber das sind dann auch so 4.500 Punkte. So, und 4.500, das dann irgendwie auf als 28 Millimeter auf den Tisch zu stellen, da guckt man schon ein bisschen dumm aus der Wäsche erstmal. Da kann man da noch ein paar Zahlen vorsetzen. Ne? Dann sind wir 400 Euro. Deswegen, also ich finde, auch wie gesagt, gerade was du schon sagtest, diese taktische Tiefe, dass man halt hier auf dem ganzen Feld sich verteilen kann, guckt doch einfach mal, wie weitläufig das hier ist, ne? Und wir haben schon, wie gesagt, 10 Zoll Aufstellungszone haben wir schon vom Rand gemacht. Das war schon ein ganzes Stück, sonst hätte man hier hinten auch noch rumhampeln können. Und wenn man dann auch noch Gelände hier hinten hingestellt hätte, dann hätte das nochmal anders ausgesehen. Oder die Marker nicht auf der Mittellinie gesetzt, sondern auch wirklich im Feindesland dann in dem Moment, ne? Und man kann sich auch schöne Szenarien ausdenken. Zum Beispiel, die Menschen müssen einen Bauernhof beschützen. Ne? Ja, musst du dich als Ring drumherum bauen oder wie auch immer. Rettet die heilige Kuh. Genau, zum Beispiel die. Aber so kann man sich auch schöne Szenarien aufbauen, wo man nicht sofort immer dran ist. Ja, ja. Nee, schöne Sache. Gefällt mir sehr, sehr gut. War als schneller, wir dachten, ja, so, komm, hier ein bisschen zocken wir eben runter. Ich weiß jetzt nicht, wie lange das Video jetzt an Total Runtime hat quasi, aber wir haben halt immer die einzelnen Runden für euch zusammen gemacht. Wir haben überlegt, ob wir das erst zusammen, also wirklich nur die Zusammenfassung machen, aber dann haben wir gesagt, nö, also schon ein bisschen Bewegung ist cooler. Und ich hoffe, wir haben so einen einigermaßen Mittelweg gefunden. Aber die Runden haben halt einen Moment gedauert. Ne? Ja, das dauert einfach. Ne? Ist einfach so. Hätten in 28 Meter genauso gedauert. Ja. Jo, alles klar. Ich würde sagen, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir hatten es auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Spannend bis in die letzte Sekunde. Genau so. Und das werden wir definitiv mal wiederholen. Und wir basteln auch fleißig am ACW weiter. Dann gibt es vielleicht auch demnächst, also was nicht vielleicht, aber halt in etwas fernerer Zukunft ACW im kleinen Maßstab. Welches System müssen wir dann mal schauen? Aber schon Bock drauf. In diesem Sinne würde ich sagen, für alle, die noch dabei sind, Respekt. Gute Nacht. Gute Nacht, legt euch hin, ihr seid wahrscheinlich schon betrunken. Und vergesst nicht, einen Daumen oder ein Abo dazulassen. Wir sind raus, macht's gut, ciao, ciao. Ciao.